Zeuge Anton Wilhelmi, Deutschland, Gartenbauinspektor, 52 Jahre, 129. Verhandlungstag, 21.01.1965. Darf ich vor der Vernehmung des Zeugen Wilhelmi auf Folgendes aufmerksam machen? Der Zeuge Wilhelmi war Schreiber, hatte so eine Art Spießstellung beim Standortarzt. Wir in Frankfurt haben gegen ihn kein Verfahren eingeleitet. Aufgrund eines Artikels, der im Spiegel erschienen ist, ist jedoch von der Staatsanwaltschaft in Hamburg ein Ermittlungsverfahren gegen den Zeugen Wilhelmi eingeleitet worden, wegen seiner Tätigkeit in Auschwitz. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass möglicherweise für die Frage der Aussageverweigerung vom Paragraph 55. Herr Zeuge, nach dem, was der Staatsanwalt eben gesagt hat, muss ich Sie darauf hinweisen, dass Sie berechtigt sind, die Aussage auf einzelne Fragen eventuell überhaupt gänzlich zu verweigern, wenn Sie befürchten müssen, dass durch eine wahrheitsgemäße Aussage Sie sich der Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung aussetzen. Ja. Wollen Sie Aussagen machen? Ja. Ja. Herr Wilhelmi, Sie heißen mit Vornamen? Anton Wilhelm. Anton Wilhelm Wilhelmi mit Y hinten? Ja. Sie sind wie alt? 52. 52 Jahre alt, sind Sie verheiratet? Ja. Von Beruf? Gartenbauinspektor. Gartenbauinspektor, wohnhaft in? In Dersdorf. In Dersdorf? Dersdorf mit Dora. Dersdorf. Dersdorf bei? Bei, das ist Kreis Harburg. Kreis Harburg? Ja. Kreis Harburg. Und Sie sind mit den Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein. Herr Wilhelmi, Sie sollen in Auschwitz gewesen sein, und zwar als Schreiber. Ja. Wollen Sie uns bitte einmal sagen, wieso Sie überhaupt nach Auschwitz gekommen sind? Ich war vorher, also im 39, Anfang 40, war ich bei der Totenkopfdivision. Und wie sind Sie da hingekommen? Ich wurde zur Totenkopfdivision eingezogen, weil ich vorher in der allgemeinen SS war. Ja, Sie hatten sich nicht dorthin gemeldet? Nein. Und da zog ich mir da auf dem Truppenübungsplatz Münsingen eine chronische Hüftgelenksentzündung zu. Und da die nicht behandelt wurde und ich, beziehungsweise damals der Arzt nicht wusste, was das Truppenübungslagerlazarett in Münsingen feststellte, pathetische Krankheit. Und wurde ich nicht behandelt, musste als Innendienstler zum Beispiel Munitionskisten nach dem vierten Stock tragen. Und der zweite Bataillonsarzt, der schickte mich dann in Abwesenheit des Truppenarztes nach Tübingen zur Universitätsklinik. Und der dortige Arzt, der stellte fest, dass es eine chronische Hüftgelenksentzündung wäre und ich unbedingt in Behandlung müsste. Und sagte unter anderem auch noch, dass die Ärzte und die Truppenführer vor das Kriegsgericht müssten, weil sie sowas vernachlässigen würden. Und da wurde ich, er sagte mir, er gibt mir nichts mit, er gibt das an die Truppe schriftlich, durch Brief. Und als das ankam, wurde ich schleunigst nach Oranienburg verfrachtet zur E-Einheit. Und dort wurde ich auch nicht behandelt, weil es hieß, Papiere müssen erst nachkommen. Und da traf mich da ein Arzt mal, als ich da rumknappte und sagte mir, was mir fehlen würde und so weiter. Dann sage ich so und so. War ich froh, dass mich mir einer anhörte. Sag ich, werde überall als Drückeberg rumgeschoben und bezeichnet. Und kam und sagte, komm dann morgen mal früh zu mir.
und das stellte er fast dasselbe fest und sagte, er war Gelenkschirurg, hat eine eigene Privatklinik in Freiburg und sagte mir dann, Ihnen kann nur die Charité helfen. Ja, nun, wie sind Sie dann langsam nach Auschwitz gekommen? Ja, und da war ich erst zur Charité gewesen, wurde damals, war den ganzen Tag da und da hieß es, es tut mir furchtbar leid, wir haben keinen Platz. Und da sagte mir der Arzt, er kann mir auch nicht helfen. Und da bat ich um irgendeine Beschäftigung und da landete ich als Sanitäter, als Schreiber im Häftlingskrankenbau vom KL Sachsenhausen. Und dann wurde ich... Wann war das ungefähr? Das war, ich glaube, das war nach 3, 4, 5 oder 6 Wochen, 8 Wochen nach dem Frankreichfeldzug. Naja. Also genaues Datum kann ich also nicht erinnern. Also im Juli etwa, 40. Kann aber was früher gewesen sein. Also es muss so, ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Also ungefähr, Juli 40. Nein, es wird was früher gewesen sein. Es war so um Frankreichfeldzug rum, ich meine nachher. Und damals hieß es dann, es sollte ein Lager im Osten aufgemacht werden und da würden Leute für gesucht. Ich wollte nicht hin und da wurde auch der damalige Lagerarzt dort gefragt, wen er freistellen würde dafür. Und da hat er mich nicht genannt und da wurden gerade die nicht freigestellt wurden dorthin versetzt. Und inzwischen wurde dann also ich kam dann nach Auschwitz und wann kamen Sie denn nach Auschwitz? Das würde uns wiederum interessieren. Tja, das darum weiß ich auch nicht mehr. Das war also, ich war vielleicht 6, 8 Wochen, auch ein Vierteljahr in Sachsenhausen. Das war, soviel ich weiß, nur die ersten Häftlinge da, die damals von Sachsenhausen überstellt wurden. Nun war es noch vor dem Winter oder war es im Herbst? Oder nein, das war noch im Sommer. Im Sommer sogar? Im Sommer. Im Sommer 1940? Ja. Und da kamen Sie hin als was? Als Schreiber beim Standortarzt. Schreiber beim Standortarzt? Ja. Wer war damals Standortarzt? Dr. Popiersch. Dr. Popiersch? Ja. Und wie lange war der dort Standortarzt? Der wurde nachher später versetzt nach Lublin und das muss gewesen sein Ende 41. Und wer kam dann dahin? Da war der unmittelbare Nachfolger, war, soviel ich weiß, ein Dr. Dinsbach. Dr. Dinsbach. Und wie lange blieb der dort? Ich war dann 42, hatte ich im Frühjahr einen längeren Urlaub zur Ablegung meines zweiten Examens. Und war da der Dr. Dinsbach noch da? Und als ich zurückkam, war er nicht mehr da. Aha. Und wann sind Sie etwa zurückgekommen? Februar, das muss Ende März gewesen sein. Ja, und wer? 42. 42, und ja. Und wer kam dann? Ja, das weiß ich jetzt. Das war damals so, dass eine Menge Ärzte da waren, die mehr oder weniger an Fleckfieber erkrankten und dann nicht mehr wiederkamen, starben und spät wiederkamen. Ja, also Sie waren doch Schreiber bei diesem Standortarzt. Ja. Da müssten Sie sich doch eigentlich erinnern können, mit wem Sie da zusammengearbeitet haben. Da war es war... Erst traten wieder normale Verhältnisse ein, als Dr. Wirz kam. Ja, das war. Das war also im dritten Viertel 42. Im Herbst 42. Ja. Das war also, wer dann von uns jetzt zu überbrücken, die Zeit zwischen März 42, ja, als der Dr. Dinsbach weggekommen war. Wen fanden Sie denn vor, wie Sie zurückkamen aus Ihrer Prüfung oder was Sie da gemacht haben? Tja,
War der Dr. Ullenbrock mal Standortarzt? Das war er auch mal kurz. Das waren immer, die wechselten sich alle so ab, weil dauernd welche krank waren, unterwegs waren. Und ich wurde dann auch noch, kurz nachdem ich zurückgekommen war, wurde ich noch mal krank und hatte dann noch einen längeren Genesungsurlaub. Und da wurde es auch etwa... Also jedenfalls an den Dr. Dienstbach können Sie sich noch entsinnen. Und zwar war der da von Ende 41 bis zum März, Ende März 42. Ja, er war aber schon länger weg, als ich zurückkam. Aha, da war er schon länger weg. Und wann sind Sie denn weggegangen? Wie bitte? Wann sind Sie denn weggegangen von Auschwitz? Auschwitz erst 45. Ja, jetzt meine ich aber jetzt zu Ihrer Vorbereitung im Jahr 1942. Fürs Examen? Meinen Sie? Ja. Ja, das war im... Das muss im Februar gewesen sein. Im Februar? Ja. Also im Februar war der Dr. Dienstbach noch da? Noch da, ja. Also im Februar. Nun, sagen Sie mal, der Standortarzt hatte doch andere Befugnisse als der Lagerarzt, beziehungsweise der... den diensttuenden Lagerarzt, den Chefarzt vom Lager, wer war denn das? Ja, es waren damals nicht viele Ärzte da, die wurden immer so, die machten mal dies, machten mal das. Die reichten nie, es waren, auf dem Papier waren vielleicht fast das Doppelte mindestens da, aber in Wirklichkeit waren doch keine da, weil sie wegen Fleckfieber krank waren oder... Was war denn die Aufgabe von einem Standortarzt? Alles das vom Truppenarzt, vom Lagerarzt, alles zusammen und weiterzugeben. Dann die einzelnen Meldungen zu machen, den Verkehr mit oben, mit der Kommandatur auch, dann auch mit der Inspektion in Oranienburg. Konnte denn der Kommandanturarzt nicht direkt mit Oranienburg verkehren? Der konnte direkt mit Oranienburg verkehren. Also brauchte auch der Standortarzt nicht da eingeschaltet zu werden? Nein, das braucht er nicht. Nein. Also was tat denn der dann, der Standortarzt? Was hat der denn für eine Aufgabe? Ja, also, wie soll ich das... War denn der Standortarzt dasselbe wie der Kommandanturarzt, nur mit dem Unterschied, dass er darüber hinaus auch noch zu betreuen hatte, die Truppenverbände, die außerhalb des Lagers irgendwo untergebracht waren? Da haben, also in meiner Zeit waren damals noch wenig Truppenverbände außerhalb untergebracht. Und dann war wohl der Standortarzt dasselbe wie der Kommandanturarzt? Ja, der Kommandanturarzt, der Ausdruck ist an sich damals nicht geläufig gewesen, ja. Nun, also, der Dr. Dienstbach war Standortarzt. Und was war denn das für ein Herr? War der sehr streng? Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Können Sie sich entsinnen, dass er Strafen verhängt hat? Bei den SS-Angehörigen, meinen Sie? Ja, überhaupt. Ich weiß ja nicht, was er für... Ich fand also, dass Herr Dr. Dienstbach im verhältnismäßig... menschlich war, milde war. Milde war? Ja. Auch den SS-Angehörigen gegenüber? Ja. Ja. Und wer war denn damals, als Sie dort bei dem Standortarzt waren, wer war denn damals Spieß? Das war ich gewesen. Sie sagten vorhin... Ja, ich kann nur, das entwickelt etwas sich so. Bescheiden, Sie wären nur Schreiber gewesen. Ja, nur, das war nur, als er noch nicht da war, da war ich der Einzige da. Und noch ein oder zwei Sanitäter, glaube ich, waren noch da. Was für einen Dienstrang hatten Sie denn? Als ich hinkam, war ich SS-Mann und wurde dann überraschenderweise, ohne dass was konnte, wurde ich innerhalb kürzester Zeit zum Oberscharführer befördert. Und zwar war das... Oberscharführer. Ja, und zwar kam das so zustande, dass der Arzt, der mich damals in Oranienburg in die Charité schicken einweisen wollte, der hatte sich da mit mir etwas angefreundet und wollte mir helfen.
Und er schickte mir auch für mein Hüftgelenk, sagte er, ich schicke bald möglichst ein Kurzwellengerät, damit Sie sich selbst behandeln können, denn ich konnte ja noch... Also das hat ja vermutlich nichts mit Ihrer Beförderung zum Oberscharführer zu tun, nicht? Ja, also jedenfalls war das, regte einiges Aufsehen, aber der Kommandantur... Und das kann man wohl auch sagen, denn ich meine, zwischen dem Oberscharführer und dem SS-Mann lagen nach meiner Kenntnis ja noch einzelne Stagen dazwischen, nicht? Ja, ich wurde... Da wurden Sie Rottenführer, glaube ich, und dann wurden Sie... Nein, ich wurde erst gleich Unterscharführer. Ja, aber an und für sich notwendigerweise geht auch die Stufenlaufbahn über den Rottenführer und dann kommt, glaube ich, der Unterscharführer oder noch was dazwischen, ich weiß nicht. Ja. Unterscharführer, Oberscharführer, Oberscharführer. Ja, aber kurz und gut, also bei Ihnen wurde dann trotzdem dieser Sprung gemacht. Ja, ja meine Herren, wenn nicht zu erwarten steht, dass die übrigen Zeugen noch kommen, brauchen wir auch die Frau Dolmetscherin nicht länger hier zu behalten. Sie haben also keine Hoffnung. Ja, Frau Kapkäfer, ich danke dann schön. Wir wollen Ihre Zeit dann nicht in Anspruch nehmen. Nun, Sie wurden also Oberscharführer und waren als solcher auch ein Spieß dieses Bereichs. Wer war denn an SS-Sanitätsdienstgraden damals mit Ihnen zusammen? Da war ein Teuer, Schärpe, da kam später Claire dazu, Claire und dann waren noch auf der Schreibstube noch einige Schreiber, die Namen, die habe ich tatsächlich vergessen, die kann ich im Augenblick nicht sagen mehr. Ich müsste höchstens da Namen hören. Und ja, kannten Sie auch einen Ulzenhöfer? Ja. Bitte? Sicklinger? Bitte? Sicklinger. Sicklinger, ja. Diese waren also da. Wissen Sie noch, wann die gekommen sind und von wann ab sie da waren? Sie sagten zum Beispiel, und später kam dann Claire noch dazu. Was heißt später? Ja, das Jahr und das Datum weiß ich nicht mehr. Das kann ich mit dem besten Willen Ihnen nicht mehr sagen. Ja. Also, wie Sie uns vorhin gesagt haben, waren Sie ab Sommer 40 dort, in Auschwitz? Ja. Und der Dr. Dienstbach ist Ende 41 dort aufgekreuzt. Ja. Nun sagen Sie, wann der Claire dorthin gekommen ist, wissen Sie nicht. Nein, das kann ich im besten Willen nicht sagen. War er schon vor Dienstbach da? Also hundertprozentig kann ich es Ihnen nicht sagen, aber ich glaube es aber. Sie meinen, er wäre schon vor Dienstbach da? Ja, also bei Eiden kann ich das nicht. Und was hatte denn der Claire für eine Aufgabe? Claire war meistens fast ausschließlich im Lager gewesen. Ja, und was hatte er dort für eine Aufgabe? Den Sanitätsdienst dort mit dem Lagerarzt zu überwachen. Den Sanitätsdienst dort mit dem Lagerarzt zu überwachen. Und der Aufsicht des Lagerarztes. Auch Menschen umzubringen? Nein, das war keine Aufgabe. Das war keine Aufgabe? Nein. Naja, ich meine, Ihrer Meinung nach wollen wir sagen, denn es gab andere Leute, die das anscheinend als Aufgabe bezeichnet haben. Ja. Ja, zum Beispiel der Herr Claire. Nun, weiter. Können Sie sich entsinnen, dass der Dr. Dienstbach einmal den Claire und den Teuer bestraft haben? Ja. So, na dann erzählen Sie uns mal genau, wann, wie und wo und was das gewesen ist.
Erlauben Sie bitte, dass ich einen Augenblick nachdenke. Bitte sehr. Also so viel ich mich entsinne, weil das damals, lag Folgendes vor. Es war eine Weihnachtsfeier angesetzt und war zu diesem Zweck einiges beschafft worden an Getränken und so weiter. Und die Getränke standen hinter den, also an den Fenstern, damit sie kühl bleiben. Und als das losgehen sollte, hatten diese beiden schon einen Teil dieser Getränke getrunken und war in einem mehr als angeheiterten Zustand. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie das im Einzelnen hier zusammenlief. Jedenfalls war es so, dass die beide auf die, also ganz genau weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass Dr. Dinsbach, weil sie betrunken waren, in ihr Zimmer eingesperrt hatte. Und die beiden sprangen nun aus dem Fenster, aus dem ersten Stock raus und kamen da um den Bau rum, wieder hoch und waren plötzlich wieder da. Und daraufhin brach Dr. Dinsbach die kleine Feier ab und da war die Sache dann anschließend so, dass sich das noch ein, ich glaube ein Dentist, der bekam, glaube ich, noch Prügel von denen, der schlief im selben Zimmer mit diesen und bekam wie noch... War das der Dentist bekam Prügel von wem? Von einem von diesen beiden, von wem weiß ich nicht mehr. Nein. Und daraufhin sagt damals Dr. Dinsbach, was, wenn wir jetzt das groß an die große Glocke hängen, dann kommt der Mastrara raus und das geht dann mit Befehlsverweigerung und was alles so kommt, da kommt eine ganze Kette zusammen. Das kann eventuell kriegsgerichtsreif sein. Ich bestrafe die mit 3 Tagen Arrest und da hat sie die Sache. Und da hat er die damals mit 3 Tagen Arrest bestraft. Konnte er das? Muss er da nicht den Kommandanten dazu fragen? Ja, jedenfalls, das konnte er nach, denn es war, an sich war das nicht ganz, das Verhältnis nicht ganz klar, aber meines Wissens konnte er das. Wer war denn Ihr Vorgesetzter? Bitte? Wer war denn Ihr Vorgesetzter? Meiner? Ja. Dr. Dinsbach. Dr. Dinsbach. Damals, ja. Hatten Sie so etwas Ähnliches wie eine Sanitätseinheit dort oder war der... Sanitätseinheit, ja, das war so eine, also kleine Sanitätseinheit. Nicht, also der Standardarzt hatte ungefähr die Befugnisse, nicht ganz die Befugnisse eines Kompanieführers mit Einschränkungen. So. Also kurz und gut, er bestrafte sie mit 3 Tagen, die beiden Männer. Und nun wissen Sie ja, dass bei so einer Bestrafung, Sie waren ja Art Spieß dort, auch gewisse Vorschriften bestehen. Das muss doch eingetragen werden irgendwo. Hatten Sie ein Strafbuch zu diesem Zweck? Entsinnen kann ich mich nicht mehr, aber ich glaube ja. Ja. Haben Sie überhaupt jemals die Spießprüfung gemacht? Nein. Die haben Sie nicht gemacht. Sie glauben also, dass das in ein Strafbuch geschrieben wurde. Und musste dieses Strafbuch dann auch ab und zu mal zur Kontrolle vorgelegt werden? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das wissen Sie auch nicht mehr. Also die bekamen ihre 3 Tage und vermutlich ohne jede weiteren Formalien.
Und was geschah dann mit den beiden Männern? Weiter nichts sonst. Ja, haben Sie denn wenigstens die drei Tage abgebüßt, ja, oder war es mit dem Ausspruch erledigt? Nein, das, soviel ich weiß, haben Sie verbüßt. Soviel Sie wissen, haben Sie verbüßt. Wo denn? Im Standort? Im Standort. Arrestlokal? Ich glaube, ja. Na, da mussten Sie ja doch irgendwelche Einweisungen hinschreiben, nicht? Und mussten ja doch Verpflegungsmeldung absetzen und lauter solche Geschichten. Die Sache von, wie ist das damals erfolgt? Ich glaube, also beschwören kann ich es jetzt nicht, beeiden kann ich nicht, aber ich glaube ja. Sie glauben ja. Und wissen Sie, wann die es verbüßt haben? Nein, das war kurz hinterher, soviel ich weiß. Ja. Kurz hinterher. Und wann waren denn diese Weihnachtsfeiertage? Feier vor den Feiertagen oder nach den Feiertagen? Tja. Meines Wissens vorher. Vorher? Ich glaube ja, das ist. Und haben die dann an den Feiertagen eingesessen oder nachher? Nein, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann das war. Wissen Sie nicht? Nein, das ist jetzt. Aber da waren sie jedenfalls oder sind sie auf Urlaub gefahren? Die Männer, die der Klär und der Teuer. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Mhm. So. Also, dass ihnen der Weihnachtsurlaub entzogen worden ist, das wissen Sie nicht. Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Ja, Herr Rechtsanwalt Göllners, bitte? Doch. Wann war es gewesen? An welchem Weihnachtsfest? Das müsste vor 41 gewesen sein. Vor 41? Also Weihnachten 41. Weihnachten 41. Vor Weihnachten 41. Ja. Das war ja die 41. Sagen Sie, wissen Sie, ob Claire 42 in Urlaub war an Weihnachten? Da war ich nicht mehr da gewesen. Wann sind Sie denn weggekommen? Also im Herbst 42. Im Herbst 1942 sind Sie wohin gekommen? Und zwar nach der landwirtschaftlichen Abteilung von... Reisko. Bitte? Reisko. Nach Buddy draußen. Nach Buddingen? Ja. Buddingen. Und kamen Sie da auch als Schreiber hin? Nein, da hatte ich die Baumschulen. Was hatten Sie? Die Ostbaumschule zuerst und nachher die gesamten Baumschulen von Landwirtschaft und Abteilung. Sie sind ein Fachmann auf diesem Gebiet? Ja. Ja. Ja, da sind Sie im Herbst hingekommen und da hatten Sie auch nichts mehr mit dem Sanitätswesen zu tun. Nein. So, bitteschön, ja. Ja. Herr Zeuge, zunächst einmal, wann sind Sie in die allgemeine SS eingetreten gewesen? 33. Und was hatten Sie für einen Dienstgrad gehabt, 39? SS-Mann. Es ist man. Ja. Also Sie sind nicht etwa aufgrund Ihres Dienstgrads in der Allgemeinen SS schneller befördert? Nein. Dann eine ganz andere Frage. Sie sagten also, Sie waren bis 42 beim Standortarzt. Ja. Wie war das da mit Malaria-Erkrankten? Hatten Sie viel Malaria? Malaria kam selten vor. Kam selten vor, ja. Und so hatten Sie, war das eine Tertiane oder war das eine schwere tropische Malaria, die da auftrat? Das waren nur ganz seltene Einzelfälle und da weiß ich nicht mehr, was das war. Hatten Sie denn das Sumpfgebiet mit Malaria-Mücken? Malaria-Mücken waren da, Anopheles war da. Und Ihre SS-Wachmannschaft, mussten die vorbeugend Atebrin oder Akrischin irgendetwas einnehmen? Nein, so viel ich... nee. Wollt das nicht, das müssten Sie doch wissen an sich. Ja, ich müsste es wissen, aber nein, ich glaube nicht. Und wenn jemand sehr schwer Malaria erkrankt war, kam der dann zurück zu Ihnen nach Auschwitz oder wurde der dann woanders hingegeben? Das lief doch auch bei Ihnen. Also, also in meiner Zeit glaube ich nicht, jedenfalls können das nur Einzelfälle gewesen sein. In großem Umfang wissen Sie nichts davon? Nein.
dann etwas ganz anderes. Sie waren da in Budi. Ja. Wie lange waren Sie in Budi tätig? In Budi bis zum Dreck. Bis zum Schluss? Ja, bis zum Dreck. War während Ihrer Zeit dort, haben Sie während dieser Zeit Claire mal in Budi getroffen? Nein. Zu keinem Zeitpunkt? Ich wüsste nicht, dass er... Wir waren beide nicht besonders befreundet. War zu Ihrer Zeit in Budi mal Schwierigkeiten mit Frauen? Irgendwie gegen irgendjemand oder irgendetwas revoltiert haben oder dass Unruhe kam? Nein, das waren nicht. War das nicht? Nein. War das vor Ihrer Zeit? Weiß ich auch nicht. Ich war nicht direkt auf dem Hof Budi. Also Sie waren nicht auf dem Hof Budi? Nein, ich war etwas... lag an der Hauptstraße, an der Straße nach Pjeschtja, im Einzelhaus. Was hatten Sie für Leute als Beschäftigte? Frauen oder hatten Sie Männer da? Beides, Männer und Frauen. Und die Frauen wohnten nicht da, wo Sie waren? Also das war, nein. Die wohnten teilweise auf dem Hof Budi, beziehungsweise kamen sie von Birkenau. Sie dort Lagerführer oder waren Sie nur Fachvorgesetzter? Nur Fachvorgesetzter. Und Sie bekamen also von einem Lagerführer die Leute zugeführt? Ja, die wurden dann beantragt und da kam ich zu. Und dann hatte ich für die Baumschuhe einen gewissen Stamm, die waren in Budi, im Nebenlager Budi. Das waren aber Männer? Männer und Frauen. Männer und Frauen. Ja. Und wer war der Lagerführer im Nebenlager Budi? Das war, also den Hof Budi, den hatte zuerst ein gewisser Klaue. Und nachher kam ein anderer, wie der jetzt noch hieß, am Fluss, weiß ich nicht mehr. Sie wohnten aber außerhalb des Lagers? Außerhalb des anderen Straßen nach Pjeschtja. Hatten Sie noch SS-Dienst gerade bei sich? Bitte? Hatten Sie noch SS-Dienst gerade bei sich? Oder noch waren zwei, Sie ja. Ja, danke schön. Bitte sehr. Bitte schön. Gerade zum letzten Thema noch folgende Frage, Herr Wilhelmi, kannten Sie den Dr. Krämer, einen Dr. Krämer, SS-Arzt? Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen gehört habe oder ob ich ihn gekannt habe. Also wissentlich habe ich nicht gekannt, der Name ist mir aber irgendwie geläufig. Gut, dann... Wo war denn das Dienstzimmer des Spießes im SS-Revier? Das war gleich neben dem Zimmer vom Standardarzt. Nach welcher Seite hingelegen? Nach der Kommandantur zu also oder nach dem Haupteingang zu? Also wenn man hochkam, linke Hand oder rechte Hand? Also nach der Hofseite zu. Also das Eckzimmer vom Standardarzt. Hatte ein Fenster nach der Richtung Kommandantur und eins nach der Straße, beziehungsweise nach Richtung Krematorium rüber. Ja. Und Ihr Zimmer? Nebendran. Und wenn man hochkam, mussten Sie ja rechter Hand den Flur lang gehen oder links runter? Links. Links runter? Ja. Jedenfalls. Mit Treppe hoch kam. Ja. Im Jahre 41, 42 war dort das Dienstzimmer des Spießes. Ja. Wie Sie es beschrieben haben. Ja. Haben Sie ab und zu festgestellt, dass in diesem gegenüberliegenden Krematorium Menschen umgebracht worden sind? Ja, leider. Was haben Sie gesehen? Dass die Leute angebracht wurden und dass die Blausäure geworfen wurde und so. Wer hat Blausäure geworfen? Ja, wer das war, weiß ich jetzt auch leider nicht mehr. Kann ich Ihnen keinen Namen mehr nennen. Wie oft haben Sie so etwas gesehen? Ja, wie oft soll ich? Jedenfalls mehrmals. Mehrfach? Ja. Und wie viele Menschen wurden da immer gebracht? Wie viel? Mehrere hundert. Mehrere hundert, jeweils? Ja, es dürfen so. Wie wurden die denn dorthin gebracht? Mittels welcher Transportmittel? Oder kamen die angegangen? Ja, ob sie jetzt zu Fuß kamen oder mit Auto, das weiß ich auch. Aber meist wohl mit Auto. Mit Lastwagen.
Und was haben Sie da gesehen? Schildern Sie mal einen solchen Vorgang. Ja, die mussten sich draußen im Vorplatz ausziehen, wurden dann reingetrieben. Im Vorplatz? Was verstehen Sie unter Vorplatz? Da war am Eingang war ein Hof mit einer Mauer umgeben. Ja. Konnten Sie über diese Mauer wegsehen? Teilweise. Teilweise? Ja. Wen konnten Sie da sehen, außer den Gefangenen? Waren die dort nicht bewacht? Auch im Vorhof? Das dürfte wohl sehr gewechselt haben. Ich weiß es nicht mehr. Wer hatte das Kommando bei solchen Aktionen? Ja, kann ich mich auch nicht mehr entsinnen. Tut mir sehr leid, dass ich nicht. Bestimmt, ich kann das bestimmt nicht. Weiß nicht mehr, wer das da war. Haben Sie keine Erinnerung an irgendeinen Sanitätsdienstgrad etwa, der mit Blausäure zu tun hatte? Ja, es war ja so. Damals hieß es, dass also als Desinfektoren Leute gemeldet werden sollen. Mhm. Und die wurden auch gemeldet und haben auch tatsächlich zuerst nur desinfiziert. Wer wurde gemeldet? Er war teuer, weiß ich bestimmt. Und wer war noch? Koch. Koch? Bitte? Ein SDG Koch. An diesen Namen erinnere ich mich nicht mehr. Sonstige Namen? Breitwieser? Wurde der ausgebildet? Der war doch nicht im. Ein Breitwieser kenne ich im Namen nach. Ja. Der war aber bei der Verwaltung gewesen, meines Wissens noch. Der wurde nicht ausgebildet als Desinfektor? Das ist mir nicht zu bekannt. Zu Ihrer Zeit? Nein. Oder vorher? Wissen Sie nicht? Weiß ich leider nicht. Nein. Wie war es mit Claire? Kann ich auch nicht sagen. Schärpe? Ich glaube nicht. Ja, wer war denn ausgebildet als Desinfektor? Erst waren es zwei. Ja. Und nämlich? Teuer und? Ja, wer das der andere war, das weiß ich nicht mehr. Ob das wann war erst? Welchen Zeitraum meinen Sie jetzt mit erst? Als die erstmal gemeldet wurden. Ja, zu welcher Zeit war das? Das muss Ende 41 gewesen sein, oder was, 42. Wann haben Sie denn die erste dieser Aktionen beobachtet, wo dann Blausäure eingeworfen wurde? Wann war das? Ja, ob das Ende 41 war oder Anfang 42, kann ich auch nicht mehr sagen. Waren da schon Desinfektoren ausgebildet zu dieser Zeit? Oder sind diese Lehrgänge erst später gewesen? In Oranienburg wohl. Also ich glaube, dass Ende 41 schon welche ausgebildet waren. Aha. Die zwei ersten wohl. Und Sie können, auch wenn Sie Ihr Gedächtnis noch so anstrengen, uns keinen Namen von SS-Leuten sagen, die da Zyklon B eingeworfen haben? Kann ich leider nicht. Wie erklären Sie das, Herr? Bitte? Wie erklären Sie das, Herr Wilhelmi? Sie erinnern sich daran, dass der Standortarzt zwei SS-Leute mit 3 Tagen geschärften Arrest wegen eines nun wirklich nicht erheblichen Vorfalls bestraft hat und können uns nicht sagen, welche SS-Leute diese Dinge gemacht haben, die Sie aus kurzer Entfernung, nämlich aus Ihrem Dienstzimmer heraus, beobachtet haben. Ja, also man hat ja auch da nicht, muss man sagen, das nicht mit großem Interesse angeschaut, sondern man hat ja gesehen, dass man da nichts von sah. Denn das war ja immerhin, man wollte ja da in der Möglichkeit nichts mit zu tun haben. Aber Sie haben es doch gesehen. Ich habe es gesehen, ja. Aber da hat man nun. Hat denn dieser SS-Mann eine Gasmaske getragen? Ja. Hat er die oben aufgezogen, oben auf dem Krematorium? Das weiß ich auch nicht. Ich habe nur mit Gasmaske gesehen und.
Sie sagten uns aufhin, selbst anfänglich seien sehr wenig SDGs da gewesen. Wenn Sie ja, einen auf dem Krematorium haben hantieren sehen, haben Sie ihn dann schon an der Figur erkannt. Herr Wilhelmi, auch wenn Sie das Gesicht nicht gesehen haben, haben sollten. Also, mit dem besten Willen. Also Herr Wilhelmi, da will ich Sie mal klipp und klar fragen, haben Sie gesehen, dass oben auf dem Krematorium Claire gestanden hat und Zyklon B hineingefüllt hat? Das kann ich nicht behaupten. Was soll ich damit anfangen? Das kann ich nicht behaupten. Nein, also ich weiß das nicht. Das wissen Sie nicht? Nein. Und warum wissen Sie es nicht? Weil ich mich nicht mehr erinnere. Will ich Ihnen mal etwas sagen? Bitte sehr. Das Umbringen von Menschen auf diese Art und Weise, ja, ist weder etwas Alltägliches gewesen, noch ist es etwas Gewohnheitsmäßiges gewesen, sondern das ist ja damals ganz neu aufgekommen. Und weil es neu aufgekommen ist, deshalb haben Sie auch zugesehen, weil das etwas war, was Sie noch nicht gekannt haben. Und auf meine Frage vorhin, wer dort Sanitätsdienstgrad gewesen ist, haben Sie gesagt, Theuer, Scherbe und Claire. Dann sind noch ein paar gewesen in der Schreibstube, auf die kann ich mich nicht mehr erinnern. Und auf die weitere Frage, ob Ulsenhofer und Sicklinger noch dort gewesen seien, haben Sie gesagt, ja, da kann ich mich jetzt auch drauf entsinnen. Ja. Es war also eine Handvoll Menschen, die Sanitätsdienstgrade waren. Und wenn nun das erste Mal so etwas passiert ist, da wissen Sie ganz genau, dass da oben drauf der oder jener gestanden hat. Das vergisst man nämlich nicht. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Also, haben Sie denn gehört, dass was für eine Reaktion da nun erfolgt ist, nachdem das zunächst einmal, wieso wissen Sie denn, dass das Blausäure war, was da hineingeschüttet worden ist? Ja, das hat man dann im Laufe nachher erfahren, dass das Blausäure war. Von wem haben Sie das denn erfahren? Das war ja nachher, ein allgemeines, das wusste ja fast jeder, dass das Blausäure war. Nun, haben Sie sich nicht mit den Leuten nachher unterhalten, die das da hineingeschüttet haben und haben gesagt, jetzt, was ist denn da jetzt gewesen? Nein, da habe ich nicht unterhalten. Oder haben Sie das vorher schon gewusst? Wo kam denn die Blausäure her? Jedenfalls. Wurde die denn bestellt? Nein, von uns aus nicht. Die kam ganz von selbst? Nein, das ging über die Verwaltung. Meines Wissens. Sie hatten da nichts damit zu tun? Nein, habe ich nichts damit zu tun gehabt. Ja, und dann haben Sie sich unterhalten, dass da Blausäure hineingeschüttet worden war. Was haben Sie denn dann festgestellt, wenn die Blausäure hineingeschüttet war? Was war denn die Reaktion davon? Ja, also mal sagen wir, die Fenster waren ja zu, wir haben ja am Allgemeinen war nichts gehört. Wann war denn das, im Sommer oder im Herbst oder im Winter, wie Sie da das zum ersten Mal erlebt haben? Sie haben nichts gehört. Bitte? Nein. Sie haben zwar gesehen, dass Menschen angekommen sind, vielfach in Last waren, dass die sich dann ausziehen mussten. Also das haben Sie immerhin gesehen, nicht? Sie haben also doch immerhin zugesehen, was sich da unten abspielte. Sie wissen aber nicht, wer da als Befehlsgeber dort war. Sie wissen nicht, wer die
Blausäure in die Stutzen hineingefüllt hat. Das alles wissen Sie nicht. Ich weiß es nur, dass ich einmal Theuer beigesehen hatte. Das weiß Wen? Ich. Ja. Theuer. Theuer? Ja, hatte ich ja gesagt gehabt. Er lebt nicht mehr, gell? Oder? Weiß ich nicht. Entzieht sich meine Kenntnis. Das entzieht sich Ihrer Kenntnis. Tja, also ich habe Ihnen... Ja, bitteschön. Wollen Sie mal vortreten, Herr Wilhelmi? Bitte sehr. Hier ist ein Bild mit dem frühen SS-Revier. Das ist der vordere Eingang. Nicht der seitliche, sondern der vordere Eingang. War das hier oben ja. ein Fenster Ihres Dienstzimmers? Nein. Das ist der Eingang. Hier war, glaube ich, erst die Kantine. Früher, ja. Stimmt das? Möglich. Ja, also... Oben im ersten Stock, meine ich. Nein. Das lag weiter vorne. Das ist nicht das richtige Bild. Das war's nicht. Ja, von der Seite haben wir kein Bild hier. Das ist es nicht. Wo ist denn die? Das kann man tun. Hier. Das war von der Seite aus. Also diesen Blick werden Sie gehabt haben. Nein, auch nicht. Auch nicht? Nein. Da ist allerdings die Mauer vorne, der Vorhof ist nicht mehr da. Das fehlt. Wollte ich gerade eben sagen. Ihr Zimmer ging doch wie ein Fenster nicht zum Lager hin, sondern zum Krematorium hin. Zu dieser Straße, ja. Ja, ja. Sie sagten mir vorhin, dass Sie, wenn Sie hochkamen, sich nach links gewendet haben, um Ihr Dienstzimmer, das Spießzimmer, zu erreichen. Nach links, ja. Nach links. Das war auch ein Eckzimmer. Nein, das war das... Zweite Zimmer. Das zweite Zimmer, ja. Also war das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, gezeigt habe, das Fenster zum Dienstzimmer des Standortarztes. Nein, das war gerade genau entgegengesetzt an dem Bau. Wenn das hier, da war es, hier kam man rein, hier war die Kantine, hier war die Apotheke. Und da ging, das war also... Wissen Sie, ja. wo Norden und Süden war in Auschwitz? Nein, das weiß ich nicht im Augenblick mit mir sagen. Kann ich nicht mehr sagen. Aber war denn Ihr Dienstzimmer in dem Flügel des SS-Reviers, der zum Ausgang hin, also zum Kommandaturgebäude hin zeigte? Ja. Also haben Sie nicht sich nach links gewendet, wenn Sie hochkamen, sondern sind nach rechts gegangen? Doch nach links. Ja, wie man hochkommt, egal. Gut. So, bitteschön. Wenn keine Fragen müssen. Nehme ich. Wir wollen doch mal davon ausgehen, wo Sie sich erinnerten. Ja. Sie erinnern sich noch sehr gut an den Vorfall bei der Weihnachtsfeier mit den beiden besoffenen Sanitätsdienstgraden, die Ihnen ihren eigenen Sprit gestohlen hatten. Und Sie haben außerdem gesagt, dass der Dr. Dienstbach durchaus als militärischer Vorgesetzter durchgegriffen und 3 Tage eingesperrt hat. Ja. Sie haben also bei Ihrem SS-Revier einen durchaus militärischen Betrieb. Sie haben uns weiter gesagt, dass Desinfektion Sache der Sanitätsdienstgrade war, die zunächst dafür ausgebildet wurden und dass diese Sanitätsdienstgrade nachher auch für Tötung von Menschen herangezogen wurden. Ja. Die Sanitätsdienstgrade unterstanden aber Ihrem SS-Revier, Ihrem Standortarzt. Ja. Sie waren der Spieß. Ja. Ohne Befehl geschah ja schließlich nichts. Es konnte ja nicht einfach der Teuer losgehen und sagt, bring mal 100 Menschen, die will ich jetzt umbringen. Nein, das... Ja. Und Sie haben uns gesagt, das kam öfters vor, war eine gewisse Regelmäßigkeit drin. Es war also praktisch in den Dienstbetrieb eingeplant. Ist doch reichlich unglaubwürdig, dass Sie sich auf die eine Sache mit der Weihnachtsfeier so genau erinnern, dass Sie nicht mal wissen, obwohl die Befehle, wenn sie schriftlich gegeben wurden, auf alle Fälle, wenn sie mündlich gegeben wurden, aber auch bei Ihnen durchlaufen mussten, ganz zwangsläufig durch die Art des Betriebs, dass Sie uns gar nichts mehr sagen können. Sie haben nun gewählt, der Herr Vorsitzende hat Sie gefragt, wollen Sie die Aussage verweigern im Ganzen oder nicht?
Sie haben gesagt, ich sage aus. Ja. Das bedeutet aber für Sie, dass Sie Ihr Gewissen erforschen müssen, Ihr Gedächtnis anstrengen. Ja, das tue ich. Das scheinen auch. Sie aber nicht zu tun, wenn Sie das eine wissen, das andere, was viel schwerwiegender ist. Herr Vorsitzender hat Ihnen das schon gesagt. Das ist doch ein ganz schwerwiegendes Ereignis, ist wenn Menschen auch, ja. in so großer Zahl umgebracht werden, dass Sie da gar nichts mehr von wissen wollen. Ich will Ihnen das nur vorhalten ja. und Ihnen letzte Gelegenheit geben, vielleicht Ihr Gedächtnis doch noch etwas besser anzustrengen. Hat eine Reihe von Fragen. Ich möchte daher fragen, ob Sie... Ja, wollen wir erst die Pause einlegen. Und ich bitte vielleicht den Herrn Wachtmeister anzuweisen, dass sichergestellt wird, dass der Zeuge während der Pause im Zeugenzimmer bleibt und da draußen keine Verbindung aufnimmt. Ist in Ordnung. Pause bis um 21:45. Herr Wilhelmi, können Sie sich an den Sanitätsdienstgrad Hantel erinnern? Im Namen nach, ja, wie er ausgesehen hat, kann ich es im Augenblick nicht sagen. Wissen Sie, wann er gekommen ist? Entweder war das kurz vor meiner Versetzung oder sogar nachher. Um auf Ihre Versetzung noch einmal zurückzukommen, Sie haben den Standortarzt Dr. Wirz noch erlebt als Ihren Chef. Ja. Kürzere oder längere Zeit? Kam, da kam ich gerade die Treppen, als er ankam, kam ich die Treppe oben runter. Er kam unten die Tür rein und da fuhr er, ob ich der Wilhelmi wäre. Ich sagte ja. Und das sagte er, also mit Ihrer Versetzung wird nichts, Sie bleiben da. Und da habe ich dann gesagt, ich mache nicht mehr mit. Und dann schieden wir da von Treppe im Krach auseinander und dann ging das in der nächsten Zeit nur noch, also mit Jawohl und kein Wort zu viel. Und nach einer Weile sagte er dann, dass er so keinen Zweck hätte. Er wollte, ich soll noch etwas bleiben, bis er gewisse Übersicht hat über den ganzen Kram und dann wollte er mich freigeben. Und dann haben Sie ihm die Übersicht verschafft, soweit das notwendig war, und sind dann nach Budi gegangen, ja? Ja, da kam dann noch der... Also noch ein paar Wochen? Ein paar Wochen noch. Wie lange das war, weiß ich nicht mehr. Ja. Sie wollten sagen, da kam noch der... Ja, da kam noch damals der Reichsarzt und sagte mir dann, dass meine Versetzung genehmigt wäre. Der Reichsarzt der SS, Grabitz... Ja, ich weiß nicht mehr, es war so viel, ich weiß, war es ein Gruppenführer, wie er hieß, weiß ich nicht. Da wollte ich damit die. Ja. Und der Vorgänger von Dr. Wirz, war das der Dr. Uhlenbrock? Also ich sagte vorhin schon, dass in der Zeit zwischen Dr. Dinsbach war eigentlich der letzte offizielle Standortarzt und da mehrere Ärzte, Dr. Schwela, der war auch Standortarzt damals. Dr. von Botmann. Dr. von Botmann, jawohl. Die waren Standortarzt. Aber wie gesagt, damals ging alles so durcheinander, dass die 8 oder 14 Tage da waren, wurden krank. Na, nun will ich Ihnen hinsichtlich des Dr. Uhlenbrock eine Gedächtnisstütze geben. Haben Sie nicht mal erklärt, dass es der Dr. Uhlenbrock gewesen sei, der Ihre Versetzung in Gang gebracht hat. Also, was meinen Sie wohl, ist der Dr. Uhlenbrock der Vorgänger von Dr. Wirz gewesen? Herr Staatsanwalt, ich kann die vielleicht kurze Zeit einer der Vorgänger, denn es war ja so, ich kann mich an die Reihenfolge, Können Sie sich nicht mehr erinnern, Sie meinen also einige Zeit vor Dr. Wirz, seit Dr. Ja, Uhlenbrock da. Ja. Nun, Herr Wilhelmi, wo haben Sie denn geschlafen, da in Auschwitz, in welchem Gebäude? Ich habe geschlafen erst war ich im Kommandanturgebäude untergebracht, im Anfang. Und dann zog ich mit Dr. Purpürsch raus nach dem, gegenüber vom Führerheim, wo im
Ersten Stock. Gut, so genau will ich es nicht wissen. Also jedenfalls in der Nähe vom Führerheim. Ja. Haben Sie ein Zimmer für sich alleine gehabt? Ja. Ja. Hat der Teuer da irgendwo in der Nähe gewohnt, wo Sie geschlafen haben? Nein. Nein. Haben Sie mit dem Teuer gelegentlich gesprochen? Sie waren ja der Vorgesetzte. Ja. Ja. Ist es nicht so gewesen, dass der Teuer ein ziemlich großspuriger, prahlerischer Mann gewesen ist, der über die Dinge, die er da hat machen müssen, bei den Vergasungen breit und ausführlich geplaudert hat? Das kann ich eigentlich nicht sagen. Er hat mir immer gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, er sagte mir immer, es ist furchtbar. Er sagte Ihnen immer, es ist furchtbar. Ja. Nun ist doch da eine ganze Organisation eingeschaltet gewesen bei der Abwicklung dieser Aktionen. Ja. Können Sie sich noch daran erinnern, was die Ärzte damit zu tun hatten? Ja. Was hatten die zu tun? Also es gab Truppen- und Lagerärzte und das wechselte gelegentlich. Einer machte mal Truppenarzt, der andere Lagerarzt. Ganz richtig, ja. Also ich meine jetzt, was taten die Truppen- und die Lagerärzte im Zusammenhang mit diesen Aktionen? Ja, es musste immer ein Arzt musste immer hin, wenn ein Transport ankam. Wo kam der an? Das muss da an dem Anschlussgleis, was das Lager hatte. An dem Anschlussgleis. Ist Ihnen der Name Rampe ein Begriff? Dass man nachher und jetzt durch die... Nein, von damals. Wir wollen jetzt von damals sprechen. Was Sie damals wussten. Rampe? Ja. Hatte der Dienst, den die Ärzte da machen mussten bei der Ankunft solcher Transporte, eine besondere Bezeichnung, beispielsweise Rampendienst? Oder wie lautete das? Ich glaube, dass, wie ich das Wort jetzt höre, dass ich das sagen kann. Dass Sie das damals auch so gehört haben, dass, ja, dass die zum Rampendienst mussten. Wo wurde denn das Zyklon B, also das Gas, was für die Vergasung benutzt wurde, wo wurde das denn aufbewahrt? Wo wurde das abgeholt, wenn es zur Gaskammer gebracht wurde? Von wo wurde das abgeholt? Also ich selbst bei der ersten Vernehmung damals in bei mir, da fiel das Wort wie ist es noch heißt, da hinten im Wir wollen nicht von dieser Vernehmung jetzt sprechen, wir wollen wissen, ob Sie sich erinnern können daran, wo das Gas aufbewahrt wurde. Ja, darf ich mal mir erlauben, die Frage zu stellen, wie das Gebäude damals hieß? Ich weiß, ich komme jetzt im Augenblick nicht drauf. Das Theatergebäude? Theatergebäude, ja. War das hinten am anderen Ende des Lagers gegenüber von dem Standortarzt? Wo dann später der Speisesaal war. Wo später der Speisesaal war. Ja. Wo kam das Gas denn hin, nachdem der Speisesaal dort eingerichtet wurde? Das weiß ich nicht. Haben Sie irgendwelche Feststellungen darüber treffen können damals, ob ein Rotkreuzwagen vor Ihre Dienststelle fuhr, um den Arzt und die Sanitätsdienst gerade zu holen, wenn Vergasungen waren? Also wissen tue ich es nicht, halte aber es für möglich. Es könnte sein, dass ich das gesehen habe, aber im Augenblick... Wenn nun ein Rotkreuzwagen
dazu erforderlich war, gab es denn da noch eine andere Vergasungsstelle als das alte Krematorium? Denn das lag ja direkt gegenüber. Das Wenn man dazu noch ein Auto brauchte, musste das ja wohl etwas weiter weg gewesen sein. Das muss dann später in Birkenau gewesen sein. Muss. Haben Sie damals davon erfahren, dass da in Birkenau auch noch so etwas war? Also ich... Ja, das... Das, zeitmäßig weiß ich nicht, wie das war, aber ich habe dann später auch erfahren, dass draußen in Birkenau das Große gebaut wurde. Ist denn in dem alten Krematorium gegenüber Ihrer Dienststelle bis zu Ihrem Weggang im September, Oktober 1942 vergast worden? Ich meine, das hätte nachher, wäre es weniger geworden. Im Sommer? Ja. Im Sommer. Und haben Sie jetzt ein Erinnerungsbild, ob vielleicht damals schon die anderen Gaskammern in Birkenau in Betrieb waren? Als es weniger wurde? Ich glaube ja. Sie glauben ja. Nun, Herr Wilhelmi, wie erfuhr denn der Sanitätsdienstgrad, der Desinfektor und der Truppen- bzw. Lagerarzt oder der Standortarzt, dass solche eine Aktion im Gange war, dass er also an ihr teilnehmen musste? Wie erfuhr der das denn? Das kam von der Kommandantur rüber. Das kam von der Kommandantur rüber. Wohin rüber? Wurde da bei Ihnen angerufen? Also meine, soweit ich mich entsinne, bekamen die Betreffenden direkt Bescheid. Soweit Sie sich entsinnen, bekamen die Betreffenden direkt Bescheid? Ja. Und von wo bekamen Sie Bescheid? Von der Kommandantur oder vom Schutzhaftlager? Von der Kommandantur oder vom Schutzhaftlager. Wie war das denn auf Ihrer Dienststelle, wie wurde das denn gehandhabt? Da musste doch jeder wissen, wann er dran war. Wurde da bezüglich des Rampendienstes und des Dienstes der Desinfektoren ein Dienstplan aufgestellt? Also ich habe keinen aufgestellt, das weiß ich ganz genau. Denn, das habe ich Sie im Moment auch nicht gefragt, Herr Wilhelm. Ich habe gefragt, wurde dort ein Dienstplan aufgestellt? Also meines Wissens nicht. Ja, woher wussten die denn, oder woher wusste denn der, der anrief von der Kommandantur oder vom Schutzhaftlager, wen er anrufen sollte? Ich meine, es waren ja also immerhin, wir wollen mal die Zahl niedrig schätzen, es waren doch 4 Ärzte zur Wahl mindestens. Ja, 42 nicht immer. Naja, dann waren es 3, Herr Wilhelmi, wir wollen uns nicht um Zahlen streiten. Ja. Aber die sind doch nicht immer alle zusammen da rausgegangen, oder? Nein, das ist verständlich. Aber ja, also die von der Kommandantur, die mussten, oder vom Schutzhaftlager, die mussten doch wissen, an wen sie sich wenden sollten. Vorausgesetzt, es wurde nicht bei Ihnen angerufen und von Ihrer Dienststelle aus wurden dann die entsprechenden Leute benachrichtigt. Was mir persönlich sinnvoller erscheinen würde. Ja, würden Sie Ihr Gedächtnis nicht doch nochmal erforschen, ob das so gewesen ist? Insbesondere, ob Sie selbst sich noch daran erinnern können, dass Sie so ein Gespräch entgegengenommen haben. Herr Staatsanwalt, ich bitte, hierzu Folgendes sagen zu dürfen. Ich war, wie ich schon vorhin erwähnte, war ich in der Zeit im Februar, März, wo das erste wohl richtig anlief, war ich nicht da. Und da hat sich, als ich zurückkam, der ganze Betrieb schon eingespielt gehabt. Na, dann schildern Sie doch, wie er sich eingespielt hatte. Ja. Das ist für uns hier in diesem Zusammenhang von erheblichem Interesse zu wissen, was da technisch vor sich gegangen ist. Also schildern Sie das mal. Wie ist es gekommen, dass der Arzt zur Rampe gegangen ist? Wie ist es gekommen, dass der Sanitätsdienstgrad
zur Gaskammer gegangen ist, das waren Angehörige Ihrer Dienststelle, das müssen Sie als Spieß doch wissen. Das ist doch nicht von ungefähr passiert. Nein, ist es auch nicht. Ja. Also jedenfalls weiß ich ganz genau, dass ich keinen Dienstplan aufgestellt habe und dass... Bestand denn ein Dienstplan für den Rampendienst? Das, also in meiner Zeit weiß ich von keinem Dienstplan. Ja, und wie erklären Sie sich denn nun, Herrn Wilhelmi, dass die Leute das wussten? Wollen Sie etwa sagen, dass das alles außerhalb des Bereichs des Standortarztes gemacht wurde, dass die Kommandantur oder das Schutzhaftlager immer genau Bescheid wussten, wer da dran kam? Schauen Sie, das klingt doch nur wirklich wenig glaubhaft. Und ich glaube Ihnen, also, wenn Sie sich nun auch noch erinnern können, was passiert ist, als der Dr. Wirz die Treppe raufkam und, Sie sich da unterhalten haben. Also das sind doch Vorgänge, an die Sie bestimmt noch eine Erinnerung haben, Herr Wilhelmi. Und selbst wenn Sie nicht direkt damit beteiligt gewesen sind, dass Sie damals genau erfahren haben, wie das vor sich gegangen ist. Das ist doch, wenn ich Ihnen das vorhalten darf, ein nicht unwesentlicher Bestandteil des Dienstes gewesen, der in Auschwitz von den betreffenden Personen gemacht wurde. Das ist ja nicht nebenher gelaufen. Also, ich muss tatsächlich, also ehrlich wiederholen, dass die Möglichkeit besteht, dass ich da mal irgendeinen Befehl weitergegeben habe, aber von uns, vom Standarzt, wurde kein Dienstplan aufgestellt. Gut. Ohne, also sei, dass es nun gekommen ist, dass der Betreffende einen aufgestellt hat und hat das den persönlich weitergegeben. Welcher Betreffende? Der Betreffende Standardarzt, der damals da zuständig war. Dass der den Dienstplan, nein, hat er irgendwo gehangen? Nein, ich weiß nichts davon. Sie wissen nichts davon? Nein. Wenn Sie sich also jetzt dunkel erinnern können, dass Sie möglicherweise mal so ein Telefongespräch entgegengenommen haben, von wo kam dieses Telefongespräch denn? Das kann ich... Das müsste von der Kommandantur gekommen sein. Es müsste von der Kommandantur. Ja. Und von wem dort von der Kommandantur? Von irgendeinem, von dem Spieß dort oben oder von irgendeinem anderen. War es der Kommandant, der Sie angerufen hat? Nein, nein, nein. Bestimmt nein. Nicht, was? Nein. War es der Adjutant? Möglich. Also, das könnte möglich sein, könnte ja, möglich sein, ja, dass der Adjutant Sie angerufen hat. Sagen Sie, können Sie sich noch an den Adjutanten Mulka erinnern? Ja. Wie haben Sie denn den Adjutanten Mulka in Erinnerung? Als streng. Als scharf auch? Er war Gerichtsoffizier. Na, das ist eine andere Frage. Ja. Streng. Sie kennen den Unterschied zwischen streng und scharf? Ja. Ja? Würden Sie sagen, dass er ein scharfer Vorgesetzter war? Dass das so lange dauert. Von Mulka? Ja. Ja. Und da ging ich lieber Mulka aus dem Wege. Ja. Und außerdem hatte ich noch von der politischen Abteilung mal einen mündlichen Auftrag gekriegt, dass ich einen Häftling, der Schreiber war, im Lager nicht gehen lassen dürfe, weil er zu viel wüsste. Und wenn da irgendeine Entlassung kommen soll, dann sollte ich sofort das melden. Wem? Und der politischen Abteilung. Ja. Und als der eines schönen Tages wurde er doch entlassen. Und da bin ich, als mir das morgens ein Häftling meldete, bin ich verschwunden und bin den ganzen Tag nicht wiedergekommen. Ja. Denn wenn das dann durchgekommen wäre, dann wäre ich dran gewesen. Und was hat das mit Mulka zu tun?
Ja, ich wollte nur sagen, dass ich bei Frau Mulga, gut, weil ich Angst hatte. Sie hatten vor Mulga Angst. Sie haben mal gemeint, mehr oder weniger alle hätten vor ihm Angst gehabt. Wollen Sie? Ja, das glaube ich auch sagen zu können. Das glauben Sie sagen zu können. Nun, Herr Wilhelmi, wie ist es denn mit den Meldungen über die verstorbenen Häftlinge gewesen? Ist da von Ihrer Dienststelle aus ein Tagesrapport gemacht worden? So und so viel sind gestorben. Und wenn ja, wo ist das hingemeldet worden? Da kam jeden Tag vom Krankenbau, also vom Häftlingslager, kam jeden Tag eine Totenmeldung rüber. Die wurde per Fernschreiber oder per Funk nach Oranienburg gegeben. Und ehe sie per Funk weitergegeben werden konnte, musste sie doch zur Funkstelle gebracht werden, ja? Ja. Und die war im Haus der Kommandantur? Ja. Wurde das direkt vom Standortarzt zur Funkstelle gebracht oder ging das erst, wenn direkt auch in Abstand? Direkt zur Funkstelle. Direkt zur Funkstelle. Hat ja. die Kommandantur von diesen Meldungen Abschriften bekommen? Ich glaube nicht. Also meinen Sie, dass es den Kommandanten nicht interessiert hat? Wurde ja vom Schutzhaftlager direkt gemeldet an die Kommandantur. Aha, diese Meldungen gingen vom Schutzhaftlager über die... An die Kommandantur, ja. Ja, über die Häftlinge, die dort untergebracht waren, über die krank waren und über die verstorben sind. Weil jeden Tag die Zählung und da musste ja jeden Tag musste da der genaue Aufklärung ja. weitergegeben werden. Haben Sie diese Meldungen über die verstorbenen Häftlinge in der Hand gehabt? Meistens. Wie hoch waren denn die Zahlen im Verhältnis zur Belegstärke? Die waren immer verhältnismäßig hoch und besonders gingen sie in die Höhe, wenn der Winter kam. Wenn der Winter kam. Ja. Können Sie noch Zahlen nennen? Leider nein. Waren es Hunderte manchmal? Manchmal waren es Hunderte, ja. Waren es manchmal 1000 oder mehr als 1000 pro Tag? Na, also ich glaube nicht, dass es mehr wie 1000 waren. Aber daran, dass es Hunderte waren ja. pro Tag manchmal, können Sie sich erinnern. Können Sie sich auch noch daran erinnern, dass ein ganzer Block ins Gas geschickt wurde, weil die Leute erkrankt waren an irgendeiner Seuche? Als ich von meinem Examensurlaub zurückkam, da wurde mir erzählt, dass das passiert wäre. Und haben Sie das einmal gehört oder mehrmals gehört? Nein, das habe ich nur einmal gehört. Das haben Sie nur einmal gehört? Und ich, ja? Und ich glaube jetzt sagen zu können, dass ich es von Theuer gehört habe. Sie haben es von Theuer gehört? Ja. Nun sagen Sie, das sei gewesen, als Sie Examensurlaub gehabt hätten. Ja. Und wann war der Examensurlaub? Der war von Februar bis März. März. An eine solche Aktion, die sich im Ende August 1942 abgespielt hat, können Sie sich daran noch erinnern? Nein, das kann ich nicht mehr. Kann es möglicherweise ein Gedächtnisfehler bei Ihnen sein, dass die Aktion, von der Sie sprechen, im August war? Wenn ich Ihnen das vorhalte? Nein. Herr Rechtsanwalt Dr. Laternser wollte gerne etwas sagen, glaube ich. Nein, er hat gemeint, die Frage wäre nicht so. Nein, nein, ich wollte nichts sagen. Das können Sie doch gar nicht wissen. Ich höre dauernd, dass Sie etwas reden. Ich dachte, Sie wollten vielleicht was sagen. Bitte schön. Es stört, Herr Vorsitzender, es stört erheblich bei der Vernehmung, wenn da drüben auf der Bank laut dazwischen gesprochen wird. Ich habe nicht laut dazwischen gesprochen, ich verbitte mir das, Herr Staatsanwalt. Ich habe also, meine Herren, ich bitte nunmehr, dieses Gespräch zu beenden. Es wird außer von dem, der das Wort hat, nicht gesprochen. Danke. Das ist klarer Fall. Bitte schön weiter. Nun, Herr Wilhelmi, können Sie sich noch daran erinnern, dass mal Russen in das Lager gebracht wurden?
Ja. Waren das Kriegsgefangene? Waren Kriegsgefangene. Wie viele waren das ungefähr? Ich weiß. Das war eine runde Zahl gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Also kann diese runde Zahl 10.000 gewesen sein? 5 oder 10.000, ich weiß nicht. 5 oder 10.000. Gut. Können Sie sich noch daran erinnern, wie die Essensrationen bemessen waren? Die waren so gering, dass in verhältnismäßig kurzer Zeit nicht mehr viel übrig geblieben war. Wollen Sie damit sagen, dass Ihres Wissens damals die Essensrationen so gering waren, dass die davon nicht leben konnten? Ja. Und dazu kam ja die Unterbringung. Ja. Wo waren die denn untergebracht? Na, wie hieß das noch? Im Stammlager? Nein, das war im Birkenau draußen. In Birkenau draußen. Waren nicht auch welche im Stammlager? Davon weiß ich nichts. Davon wissen Sie nichts? Nein. Existierte denn damals Birkenau schon? Wann wurde das denn aufgebaut? Ich glaube, der Bau des Lagers Birkenau wurde 1941 angefangen. 1941 angefangen. Ja. Nun, Herr Wilhelmi, habe ich noch folgende Frage an Sie im Zusammenhang mit der Abwicklung dieser Aktionen. Sie wissen, wovon ich spreche, also ja, der Vergasungsvorgänge. Ja. Haben Sie irgendeine Erinnerung daran, dass der Adjutant, ich spreche jetzt nicht von einem bestimmten, es gab ja mehrere dort im Laufe der Zeit, dass der Adjutant damit irgendetwas zu tun hatte? Er muss ja wenigstens denn es ging ja alles über die Kommandantur, und wenn es keiner wusste, musste der Adjutant das wissen, wann die Züge kommen und so weiter. Haben Sie mal einen Offizier, wir haben ja bis jetzt nur, außer von den Ärzten, von Sanitätsdienstgraden gesprochen, und das waren ja keine SS-Führer. Ich will nicht sagen Offizier, sondern SS-Führer. Haben Sie mal bei diesen Vergasungsaktionen beim alten Krematorium, das Ihrem Dienstzimmer gegenüber lag, SS-Führer gesehen, dass die damit irgendwie im Zusammenhang standen, dass die dabei standen, aufpassten, irgendwie? Also die nicht zur Dienststelle des Standortarztes gehören. Ja. Also gesehen habe ich welche, aber wer es war, kann ich mich heute auch nicht mehr erinnern. Ob Sie den Kommandanten gesehen haben? Kommandanten habe ich gesehen, ja. Einen Adjutanten? Also nicht, dass ich es beeilen kann. Eine Erinnerung, ob Mulka dabei gestanden hat? Nein, leider nicht. Haben Sie nicht? Nein. Haben Sie Angehörige von der politischen Abteilung dabei gesehen? Von Grabner weiß ich es. Von Grabner wissen Sie es, ja. Haben Sie eine Erinnerung daran, was die politische Abteilung im Zusammenhang mit diesen Aktionen für Funktionen auszuüben hatte? Nein, kann ich nichts Bestimmtes sagen. Bedeutet es Ihnen eine Erinnerungsstütze, wenn ich Ihnen sage, dass Sie möglicherweise mit der Abzählung befasst war? Also so und so viel sind gekommen, so und so viel sind vergast worden, so und so viel wurden ins Lager untergebracht? Nein. Herr Wilhelmi, ich möchte noch einmal zurückkommen auf den Dr. Uhlenbrock und möchte Sie also nochmals fragen. Sie haben gesagt, er war Standortarzt, ja? Ja. Daran können Sie sich mit Sicherheit erinnern. Er hat die Geschäfte des Standortarztes wahrgenommen. So wollen Sie es formulieren, ja. Und haben Sie noch eine Erinnerung daran, wie lange das möglicherweise war? Möglicherweise 14 Tage, 3 Wochen. Ich glaube, nicht länger. Nicht länger? Nein. Ich glaube, das war schon mit 3 Wochen das Allerhöchste. Allerhöchste, ja. Ja.
Haben Sie noch eine Erinnerung an den Namen dieses Häftlings, der nicht entlassen werden sollte? Er heißt mit dem Vornamen, nur den Vornamen kenne ich, Kasimir. Was aus ihm geworden ist, wissen Sie nicht. Doch, ich habe ihn in Krakau 44 getroffen. 44 haben Sie in Krakau getroffen. Warum wusste der denn zu viel? Was hatte der denn da für eine Stellung, dass der zu viel wissen konnte? Tja, da ging ja alles, in der Häftlingsschreibstube ging ja alles durch im Krankenbau. Und der war, wie gesagt, war der dem üblichen Abteilung zu gefährlich, wenn er rauskommt. Na, was ging da beispielsweise durch die Dienststelle des Standortarztes, was so besonders gefährlich sein konnte? Ich meine, normalerweise die Behandlung von Kranken ist ja doch kein Staatsgeheimnis. Ja, ich nehme an, dass ist ja so, die Häftlinge, die da in der Schreibstube waren, die mussten ja dann nachher noch die Leute papiermäßig beerdigen. Und sagen Sie mal, Herr, die mussten die Leute papiermäßig beerdigen, ja. Ja, das ist... Haben Sie darüber auch eine gewisse Kontrolle ausgeübt, über die Totenmeldungen? Ist Ihnen das vorgelegt worden? Die Totenmeldungen, ja. Ja. Und wohin haben Sie die weitergegeben? Die gingen zur politischen Abteilung. Mhm. Also nicht vorgelegt, also die liefen aber bei mir durch. Die liefen bei Ihnen durch, ja. Kamen vom Krankenbau, ja. Liefen bei Ihnen durch und gingen dann wohin? Zunächst ging ein Teil, also es waren mehrere Ausfertigungen, da blieb ein Teil im Krankenbau, einer ging nach der politischen Abteilung und noch, soviel ich weiß, einer nach Oranienburg. Ob das nun genau stimmt, kann ich jetzt nicht beschwören. Sagen Sie, wenn dieser Häftling möglicherweise zu viel wissen konnte, ist es nicht so gewesen, dass manchmal eine Anordnung kam, dass insgesamt so und so viele Häftlinge, die im Häftlingskrankenbau waren oder sonst, eine bestimmte Zahl zu vergasen war? Natürlich mit einer Umschreibung, gesondert unterzubringen oder sonder zu behandeln oder sonst wie? Ja, das ging nicht, das wurde da im Lager abgemacht. Wie das nun da vor sich gegangen ist, weiß ich nicht. Über Ihre Dienststelle, Sie haben sowas nicht in der Hand gehabt? Nein. Ist das nicht gekommen? Das wurde so, na. Haben Sie damals gewusst, Herr Wilhelmi, dass im Häftlingskrankenbau, im Stammlager, Häftlinge durch Einspritzungen getötet wurden? Nein. Ich habe nur mal am Schluss hintenrum erfahren, dass das passiert ist. Und wer soll da beteiligt gewesen sein? Also namentlich weiß ich auch niemand. Haben Sie da gar keine Erinnerung dran? Nein. Dass das zu irgendwelchen Gesprächen geführt hat? Nein. Nicht? Keine Frage mehr. Herr Rechtsanwalt Ormond. Herr Zeuge, Sie haben vorhin von Ihrem Versetzungsgesuch gesprochen. Ja. Wann dürfte das ungefähr zeitlich gewesen sein, dass Sie sich weggemeldet haben? Also dazu möchte ich Folgendes sagen. Mein erster Standardarzt, der wohnt mit mir draußen also außerhalb des Lagers. Und wir saßen oft abends zusammen, wir kamen es auch menschlich näher. Und der sagte mir oft, Wilhelmi, wir zwei passen nicht hier rein. Und als er in seine Versetzung kam, sagte er mir, das ist eine Strafversetzung, Wilhelmi, nimm dich in Acht. Und von da an versuchte ich, herauszukommen. Und als ich dann von meinem Examensurlaub zurückkam, da traf ich zufällig mit einem damaligen Gruppenführer, Dr. Cäsar, zusammen. Und er wollte Verschiedenes von uns haben für seine Kreuzungsversuche. Und da sagte ich, na, Sie brauchen noch das und brauchen das und brauchen das. Und sagte, was sind Sie von Beruf und so weiter?
Und sage ich so und so, ich bin das und das. Und sagte er, also sowas suche ich schon in ganz Europa und ausgerechnet bleibt es hier im Lara rum. Und dann haben wir so etwas unterhalten, sagte er, also ich will sehen, dass ich sie rüberziehe. Sind Sie damit einverstanden? Das sagte ich, jawohl. Und nun ging das hin, also von versucht habe ich, also mal von Ende 41 bis dann, da war aber, weil er keine Möglichkeit konnte ich sehen, bis der Dr. Caesar kam. Und dann hat Dr. Caesar mit Dr. Uhlenbrock gesprochen und war kein schriftliches Gesuch, das wurde so von den Herren besprochen. Und erst im Herbst kam ich das Gesuch dann genehmigt. Wer das nur schriftlich gemacht hat, von mir aus ist es nicht gegangen. Wer es schriftlich gemacht hat, ob überhaupt was Schriftliches gemacht worden ist, weiß ich auch nicht. Ja nun, wie glauben Sie denn, dass der Reichsarzt SS, der doch ein ganz hohes Tier gewesen ist, ja, von Ihrem Gesuch gewusst hat, wenn nicht irgendetwas vorlag, etwas Schriftliches, auch ja, von Ihnen? Ich habe mich auch gewundert, wie der dazu kommt. Ich war nur erfreut. Wer hat Ihnen denn damals, Sie haben vorhin jemand genannt, gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Das war Dr. Wirz gewesen. Der Dr. Wirz. Ja. Und das Gesuch gelaufen müsste sein unter Dr. Uhlenbrock oder unter seinem Vorgänger noch. Ja, also es war schon in Oranienburg bekannt. Und da wurde wohl, nun war es allgemein so üblich, dass die Ärzte zu uns kamen, erst in Oranienburg waren. Und da er das gehört hat, dass ich weg wollte. Und das, aber jetzt fällt mir ein, Herr Verteidiger, ich nehme an, dass Dr. Caesar auf dem Dienstweg nach oben mich angefordert hat. Und dass dadurch der Reichsarzt SS gewusst hat davon. Sagen Sie, Herr Zeuge, war denn für Sie maßgebend, dass Sie lieber in die Landwirtschaftsabteilung aus beruflichen Gründen wollten, oder war maßgebend für Sie, dass Sie die Dinge, die Sie da sehen mussten beim Standortarzt, nicht durchstehen konnten und wollten? Verstehen Sie maßgebend mich? War, dass ich das nicht durchstehen konnte. Ich wäre bald zugrunde gegangen. Sagen Sie, sind Sie später noch befördert worden? Nein, nicht mehr. Was war Ihr letzter Dienstgrad? Oberscharführer. Haben Sie irgendwelche sonstigen Nachteile gehabt von diesem sich wegmelden? Ja. Haben Sie, sind Sie mal von der politischen Abteilung vernommen worden? Nein. Ich wurde nur im Großen und Ganzen links liegen gelassen. Von wem? Na, von meiner früheren Dienststelle und auch von Kommandantur und so weiter. Von der Kommandantur inwiefern? Nein, ich meine, ich gehörte jetzt dann eine ganz andere Dienststelle an. Wir gehörten also direkt dem Amt W5 an, in dem, oder wie es hieß, alles war denn die in Oranienburg bei der Inspektion die Betriebe, also die landschaftlichen Betriebe. Ja. Und das war wieder ein anderer Dienstweg. Sind Sie zur Kommandantur gerufen worden? Ist Ihnen dort ein Tadel, eine Verwarnung etwa ausgesprochen? Nein, nicht. Nicht? Nein. Sagen Sie etwas anderes. Sie sind vorhin vom Herrn Staatsanwalt gefragt worden, wegen dieser Aktion, in der die Häftlinge eines Krankenbaus in den Tod geschickt worden sind, nicht wahr? Ja. Verbinden Sie diese Aktion mit einem ganz bestimmten Standortarzt? Denken Sie mal nach. Immerhin waren Sie doch der Spieß gewesen. Ja. Als ich damals zurückkam, da war Dr. Schweler Standortarzt. Und der ist dann nachher krank geworden.
Könnte es auch Dr. Uhlenbrock gewesen sein? Könnte dieses Ereignis in diese 14 Tage bis 3 Wochen gefallen sein, in denen Dr. Uhlenbrock die Geschäfte des Standortarztes wahrnahm? Ich glaube nicht. Genaueres wissen Sie nicht darüber? Nein. Wissen Sie, ist darüber vorher, vor der Aktion, nicht auf der Dienststelle des Standortarztes gesprochen worden? Nein. Ist das nicht ein besonderes Ereignis, ein einmaliger Fall gewesen, dass ein ganzer Krankenbau mit, ich glaube, 850 oder 750 Menschen vergast worden ist? Ja, das ist schon, ist, allerhand ist das schon, aber gesprochen worden ist meines Wissens nicht darüber. Herr Zeuge, Sie haben doch den Rapport bekommen, den sogenannten Sterberapport, ja, am nächsten oder am übernächsten Tag. Da hat auf einmal der ganze Bestand eines Krankenblocks, ich glaube genau, ja, die 746 Menschen, gefehlt. Es ist doch naheliegend, dass Sie mit Ihrem Standortarzt oder mit sonst einem maßgebenden Mann darüber sich unterhalten haben. Darf ich Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen? Bitte. Es gab Sterberapporte. Sterberapporte vom Abendappell zum Morgenappell, ja, wie viele Häftlinge da umgekommen waren. Vom Morgenappell zum Mittagsappell und vom Mittagsappell zum Abendappell. Und da müssten in der Zeit vom Abendappell bis zum Morgenappell, ich nehme an, dass das abends oder nachts gemacht worden ist, so und so viele Menschen auf einmal gefehlt haben. Das fiel Ihnen als Spieß doch auf. Darf ich Ihnen dazu etwas sagen? Die Appellzahlen bekamen wir nicht. Wir bekamen nur lediglich die Totenmeldung vom Krankenbau. Gut, also wie Sie diese Meldung bekommen haben, 746 Mann, bisher Block 20 HKB, zu streichen und überall Kreuzchen waren. Ja, ich nehme, was haben Sie da getan? Ich nehme an, dass diese Zahlen verteilt wurden. Wieso nehmen Sie das an? Das war doch der Infektionsblock. Herr Zeuge, das, sowas muss ja man doch in der Erinnerung behalten. Ich nehme an, dass die gesamte Zahl auf 3-4 Tage verteilt wurde, damit es nicht auffiel. Aha, das könnte sein. Ja. Glauben Sie sich jetzt daran zu erinnern, dass es so gehandhabt wurde? Also, das war schon allein, das wurde so gehandhabt. Und zwar war das deswegen schon allein nicht möglich, weil das die mit den Schreibmaschinen ja gar nicht geschafft werden konnte. Was für eine Maschine? Die Schreibmaschine. Ja. Also, es konnten nicht so viele Sterbeurkunden in so kurzer, ja, Zeit geschrieben werden. War diese Handhabung, hat die beruht auf einer Anordnung des Standortarztes, dass der erklärt hat, wir verteilen die Sache so und so, sorgen Sie dafür? Nein. Eine Anordnung war das nicht, das war, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber vor allem war das da. Herr Zeuge, eine andere Frage. Es ist vorhin von der Weihnachtsfeier gesprochen worden, die, ja, Sie ja recht gut in Erinnerung hatten. Sagen Sie, gab es denn überhaupt Weihnachtsfeiern bei der SS? Tja, es wurde, also da hieß es Julfeier. Julfeier hieß, ja, das, gut. Wann ist denn jeweils diese Julfeier vorgenommen worden? Doch wohl einige Zeit vor Weihnachten, nicht? Ich nehme es an, ja. Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau.
Das Datum weiß ich nicht mehr. Das müsste vor Weihnachten gewesen sein. Na, also so aus der Erinnerung raus, eine Woche, vier Tage, fünf Tage. Also mit Weihnachten selbst durfte es doch wohl nach SS-Begriffen nichts zu tun haben und nicht zusammenhängen, nicht wahr? Nein. Also es wird dann, also jetzt muss ich gefühlsgemäß sprechen, es wurde dann wahrscheinlich so gemacht, ehe die ersten in den Urlaub fuhren, dass das erledigt war. Sie meinen, erst die Julfeier, dann die Leute auf Urlaub geschickt? Ja, oder? Ja. Aha. Und wann gingen wohl Ihre Leute auf Urlaub? Nein, das muss. Sie sind doch sicher auch ein-, zweimal auf Urlaub gewesen in der ja. Zeit, nicht? So am 20. rum? So am 20. rum nehme ich an, ja. Aha. Und vorher war die Julfeier? Ja. Aha. Und dann bekamen infolge der Julfeier Claire und der andere ihre 3 Tage Arrest. Ja, ich weiß nur nicht, wann das nun abgesessen worden ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Dann wollte ich Sie noch was wegen des Professor Krämer fragen. Sagen Sie, das war doch, Sie sind vorhin gefragt worden, ob Sie den Namen in Erinnerung hätten. Ja. Sie haben da nur eine verschwommene Erinnerung gehabt. Ja, ich will Ihnen jetzt ein bisschen nachhelfen. Der Mann war nämlich Universitätsprofessor gewesen. Und es war doch sicher kein alltägliches Ereignis, dass unter den SS-Ärzten in Auschwitz ein Universitätsprofessor war. Ich glaube, es ist der einzige Fall. Oder? Vielleicht noch Klauberg. Können sich nicht an den Mann und mit wem er zu tun hatte erinnern. Ich weiß, es war, meine Damen, wie er aussah und wie er hieß, weiß ich nicht mehr. Ob das nun Dr. Krämer war oder nicht, kann ich nicht sagen. Nicht mehr? Nein. Gut, ich habe keine weiteren Fragen. Danke. Dankeschön. Bitte schön. Sie haben Herrn Kollegen Ormond auf seine Frage, warum Sie sich haben versetzen lassen, geantwortet, weil Sie sonst seelisch zugrunde gegangen wären. Ja? Ja. Ist Sie recht verstanden? Woran wären Sie denn seelisch zugrunde gegangen? Können Sie uns das nicht etwas spezieller sagen? Wir sprechen schon heute seit frühmorgens von Ihrer Tätigkeit. Aber ich glaube, die Frage ist berechtigt, dass Sie das spezifizieren sollten. Woran wären Sie seelisch zugrunde gegangen, wenn Sie weiterhin der Spieß, also in dieser Position geblieben wären? Ja, weil man so viel gesehen bzw. gehört hat, dass man das und das wusste, dass das alles nicht in Ordnung war. Was haben Sie denn nun gesehen? Leider haben wir davon nichts von Ihnen gehört. Was haben Sie denn nun gesehen? Das war schon der ganze Betrieb, alles. Und man hat hinter was gehört, was gesehen. Das war nicht in Ordnung, das war nicht in Ordnung. Was war nicht in Ordnung? Und was bedeutet das, nicht in Ordnung? Können Sie uns dazu etwas Näheres sagen? Ich will nicht nochmal in die gleichen Ermahnungen verfallen. Sie sind sogar verpflichtet, nachdem Sie sich nun entschlossen haben, auszusagen, ja, das näher zu sagen. Das fing schon von vornherein mit im Lager mit an, dass für die Häftlinge keine genügende Verpflegung da war, dass keine Behandlung möglich war und dass die auf gut Deutsch schon von vornherein, was sagen, also, na, also eingehen mussten, nur weil das Primitivste nicht da war. Nur also in Budi, wohin Sie kamen, war die Verpflegung und die Behandlung der Häftlinge ja auch wohl nicht wesentlich besser, wenn es sich nur um die allgemeine Behandlung handelte. Nun, wir kennen aus Budi, Sie sind ja danach gefragt worden, Sie haben gesagt, Sie wissen es nicht, Vorgänge, die also ganz erschütternd in der Hinsicht sind, bezüglich der Behandlung der Frauen, die dort arbeiten mussten und die unter dem Kommando von Sittendirnen standen, die dort hingewiesen waren. Herr Broert hat sich sehr eingehend in seinem Bericht, den er den Engländern gegeben hat, weit eingehender dazu geäußert, als Sie sich äußern.
Also schön, ich möchte die Geduld des Gerichts nicht auf die weiterhin so über Gebühren Anspruch nehmen. Um bei der Versetzung zu bleiben, Sie sagten, die wurde genehmigt. Von wem wurde die? Wie verlief die technisch? Wer hatte die zu genehmigen, da nachdem das nun also alles durchgestanden war, zwischen Cäsar und Klauberg und, weiß ich, und Oranienburg, wer machte das? Das konnte doch nur eine Dienststelle machen, die klammermäßig über beiden Dienststellen stand. Ja, sowohl über der Dienststelle, der Sie angehört hatten, nämlich dem Standortarzt, wie der Dienststelle, zu der Sie kommen sollten, nämlich der Landwirtschaft, die unter Dr. Cäsar stand. Wer machte das? Muss über die Inspektion gegangen sein. Ich möchte nicht wissen, worüber es gegangen sein muss. Das müssen Sie ja nun letzten Endes wissen, denn es ist ja Ihre ureigenste Angelegenheit gewesen. Wer machte das? Wer machte diese Versetzung? Also mir sagte damals wem bekamen Sie die Genehmigung? Sie müssen doch von irgendjemand die Mitteilung bekommen haben. Wir hat damals, als dieser höhere SS-Arzt da war, der hat mir gesagt, Wilhelmi, Ihre Versetzung ist genehmigt. Von wem? Ja, wahrscheinlich von ihm dann. Wer hat Ihnen, und das genügte, daraufhin haben Sie Ihren... Nein, das kam dann... Sind abgezogen. Das kam dann nachher schriftlich. Von wem kam es schriftlich? Von wem? Sie waren der Spieß. Auch für andere mussten Sie doch wissen, von wem kam das? Von welcher Dienststelle? Das kam nachher über den leitenden Arzt. Was heißt über? Von welch? Wer hat unterschrieben? Wissen Sie auch nicht. Sie haben gesagt, wo die Ärzte eingesetzt wurden zu dem sogenannten Rampendienst, das Wort war Ihnen ja geläufig, ja. Das wurde durchgegeben von welcher Dienststelle? Das habe ich ja eben bereits erwähnt, von der Kommandantur. Von der Kommandantur wurde das Herr Präsident, darf ich bitten, dass Sie etwas darauf achten, denn es werden dauernd Fragen gestellt, die schon beantwortet sind. Zum Beispiel diese Frage war auch war eben längst, nämlich nicht diese, beantwortet. Diese Frage war auch schon längst beantwortet gewesen, auch wenn der Nebentreter Friedrich Krieger schreit. Denn der Zeuge selbst hat gesagt, ich habe das vorhin schon gesagt, von der Kommandantur. Das ist das Interessante. Er hat es nämlich nicht so gesagt. Er hat gesagt, möglicherweise von der Kommandantur oder auch von der Lagerführung. Und mir lag also daran, hier Klarheit hereinzubringen, das Gleiche, woran dem Zeugen offenbar nicht gelegen ist. Ich habe eine weitere Frage, Herr Zeuge. Ich komme zurück auf diese Verhinderung, auf diese Anweisung, die Entlassung zu verhindern von dem Zeugen, dessen Vornamen Sie nur von dem Häftling, dessen Vornamen Sie nur kennen, Kasimir. Wurde Ihnen die Anweisung von der politischen Abteilung direkt gegeben? Von dem Frage ist auch bereits. Nein, die Frage ist nicht beantwortet. Es kam eine Mitteilung von der politischen Abteilung. Ich wünsche zu wissen, von wem direkt Sie diese Weisung bekommen haben. Herr Präsident, ich habe dieser Frage widersprochen und ich bitte doch den Nebenkläger, also, darauf hinzuweisen, dass er mich nicht dauernd hier derartig zu schreien braucht, dass er sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Herr Reusenwald, Dr. Stollings, ist vorhin beantwortet worden von der politischen Abteilung. Und zwar von... Bitte? Von Untersturmführer Grabner persönlich. Das hatte der Staatsanwalt Kügler bereits gefragt gehabt und hat auch den Namen Grabner gesagt bekommen, das ist richtig. So, Entschuldigung, wenn Grabner Ihnen diese Weisung gegeben hat, warum hatten Sie denn dann in dem Zusammenhang vor Mulka Angst? Ja, dass man auffällt, und das kommt dem Gerichtsoffizier zu Ohren, da ist man ja dran. Ja, das verstehe ich. Können Sie mir das erklären? Ja, bitte. Ich bin mit diesen Atmosphären weniger vertraut. Wenn irgendein etwas im Lager vorkommt, bei den SS-Angehörigen, irgendwann ein Vergehen, das ging ja dann zum Gerichtsoffizier, zur Aufnahme und so weiter. Hielten Sie die Verhinderung einer offiziell erfolgten Entlassung für ein Vergehen, das Gerichtsoffiziers würdig gewesen wäre? Diese Frage, das ist keine Tatsachenfrage. Aber nun sicherlich ist das eine Tatsachenfrage. Ich bitte darüber zu entscheiden, Herr Präsident. Ich ergänze meine Frage.
Ja, bitteschön. Waren Sie da, mussten Sie damit rechnen, dass wenn Sie der einer offiziell angewiesenen Entlassung in dieser Weise, einer offizielle Entlassung, offiziell angewiesene Entlassung in dieser Weise verhinderten, dass Sie dann von einem Gerichtsoffizier verfolgt werden würden? Darf ich die Frage nochmal hören? Mussten Sie damit rechnen, dass wenn Sie diese offiziell angewiesene, legale Entlassung, weisungsgemäß, wie Grabner es sagte, ja, verhinderten, dass Sie dann einem Verfahren durch den angeklagten Mulka ausgesetzt werden würden? Nein, nicht umgekehrt. Umgekehrt ist das. Wenn jetzt Grabner gesagt hätte, Mensch, dir habe ich gesagt, oder Ihnen habe ich gesagt, Sie sollen, wenn es festgestellt hätte. Wenn Sie diese legale, ich habe ganz richtig gefragt, Herr Präsident, ich habe gefragt, wenn Sie der Weisung von Grabner entsprechen, diese legale, angewiesene Entlassung verhinderten, mussten Sie dann, wie Sie es ja getan haben, offenbar durch Unterlassung, mussten Sie dann damit rechnen, von dem angeklagten Mulka als Gerichtsoffizier verfolgt zu werden? In dieser Form widerspreche ich der Frage. Ja, der Herr Rechtsanwalt Dr. Stolling, das ist aber nicht richtig, denn der Zeuge hat uns gesagt, er hatte vor Mulka Angst, weil er Gerichtsoffizier war, nicht? Ja. Und nun will der Rechtsanwalt Dr. Kaul wissen, was hatte denn der Gerichtsoffizier mit diesem Fall zu tun? Und da soll der Zeuge sagen, warum er Angst gehabt hat vor Mulka wegen dieses Falles. Aber Herr Präsident, ist doch ganz klar, wenn ein SS-Angehöriger einen Befehl, der ihm erteilt wird, nicht befolgt, dann muss er damit rechnen, dass er unter Umständen in ein Verfahren verwickelt wird, das der Gerichtsoffizier betreiben muss. Ich weiß gar nicht, was diese Frage soll. Nein. Wenn der Nebenklägervertreter selbst Soldat gewesen wäre, wüsste er das. Herr Rechtsanwalt, also, Dr. Stoll. Meine Erfahrungen beruhen auf anderem Gebiet und ich bin sehr erfreut, dass ich nicht auch noch diese Erfahrung gemacht habe. Ja, Herr Dr. Stoll. Ich bin jedenfalls stolz darauf, dass ich Soldat gewesen bin. Auf Ihre Tätigkeit als Sonderstaatsanwalt in Windbusch. Herr Präsident, ich bitte doch. Meine Herren, ich entziehe jedem das Wort und bitte. Ich stelle einen Antrag. Ich stelle den Antrag, zu Protokoll zu nehmen, dass der Nebenklägervertreter gesagt hat, ich sei stolz auf meine Tätigkeit als Sonderstaatsanwalt und hat ein polnisches Wort gebraucht. Ich glaube, es war Pitgosch. Das bitte ich zu Protokoll zu nehmen. Das ist nämlich eine ganz schwere Beleidigung, die ich hier festhalten bitte. Also. Ich erschließe mich diesem Antrag an, damit endlich einmal Schluss gemacht wird mit diesen dauernden unsachlichen Einwürfen, um keinen anderen Ausdruck zu gebrauchen. Die unsachlichen Einwürfe kommen von der anderen Seite. Hüllen, bitte schreiben Sie ins Protokoll, der Vertreter der Nebenklage, Dr. Kaul, rief dem... Nein, dann, Herr Präsident, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Rechtsanwalt Dr. Stolding, nachdem dieser erklärt hatte, ich bin stolz darauf, Soldat gewesen zu sein. Einfacher Soldat gewesen zu sein. Zu Doppelpunkt, Sie sind stolz auf... Frage, in Frageform. Bitte? Sind Sie stolz auf... Es ist nicht in Frageform, es ist gesagt worden, Sie sind stolz darauf. Sind Sie auch stolz darauf? So habe ich es gesagt. Meine Herren, ich werde einen Augenblick unterbrechen, werde mir es vom Band abhören. Sie sagen es sehr einfach. Formuliert. Mussten Sie damit rechnen, von dem angeklagten Mulka, also auch eben als Gerichtsoffizier, zur Rechenschaft gezogen zu werden, wenn Sie eine legale Entlassung eines Häftlings zu verhindern suchten? Denn das war ja der Vorgang. Ja. Nicht doch im Gegenteil, Herr Landgericht. Aber Herr Rechtsanwalt, in etwa doch. Denn er hatte ja inzwischen einen gegenteiligen Befehl von dem Grabner bekommen. Aber das war doch rechtswidrig, zweifellos. Grabner hatte gesagt, wenn der Mann entlassen werden soll, dann teilen Sie mir das vorher mit. Das war ja nicht rechtswidrig, das Herr Grabner mitzuteilen. Nein, ich habe es anders. Die Entlassung dieses Mannes muss verhindert werden, da er zu viel weiß. Informieren Sie mich sofort davon. Informieren Sie mich sofort davon. Also das heißt, diese Information war nicht abstrakt, sondern mit dem Ziele,
die legale Anweisung der, der Verhaftung zu verhindern und dazu durchkreuzen. Der Entlassung zu durchkreuzen. Diese politische Abteilung hatte ja besondere Befugnisse in dem Lager. Und wenn die Lagerkommandantur den Mann entlassen wollte, war ja die Möglichkeit gegeben, dass die politische Abteilung dagegen Einspruch einlegte, beziehungsweise durch Beschwerde oder was weiß ich sonst auf welche Weise diese Entlassung verhinderte, obwohl sie von dem Kommandanten ausgesprochen also, war. Also Herr Präsident, wenn ja. Sie Bedenken haben, was ich ja. nehme aus diesem Hinweis, also es ist bin so ich bereit, die Frage zurückzuziehen. Mir reicht bereits, dass er also vor dem Angeklagten Mulka Angst gehabt hat. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Ja. Wo war das Standort Arrestlokal, in das die, Sie sprachen von einem Standort, auf die Frage des Herrn Präsidenten, von einem Standort Arrestlokal. Wo war das Standort Arrestlokal gelegen? Das weiß ich heute nicht mehr. Ich war selbst nicht da gewesen, nicht drin gewesen, ich weiß nicht wo es gelegen hat. Ich danke, ich habe keine Fragen. Herr Rechtsanwalt Göllner. Herr Zeuge Wilhelmi. Ist das Arrestlokal vielleicht im Keller der Kommandantur gewesen? Klär behauptet, er habe nicht nur 3 Tage, sondern 6 Tage in dem Keller der Kommandantur den Arrest sei an ihm vollzogen worden. Erinnern Sie sich jetzt vielleicht? Aber wo das Arrestlokal war, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube fast 100%ig zu wissen oder 90%ig zu wissen, dass es nur 3 Tage waren. Gut. Auf die Frage über die Ausbildung der Sanitätsdienstgrade in den Lehrgängen in Oranienburg haben Sie geantwortet, es wären zunächst 2 Sanitätsdienstgrade gewesen. An einen könnten Sie sich erinnern, ja. An Theuer. Den anderen Namen wissen Sie nicht mehr. Wenn ich Ihnen den Namen Franke sage, erinnern Sie sich jetzt, ob das der 2. gewesen ist? Darf ich Sie fragen, ob, gegenfragen, ob das ein Jüngerer war? Das und war das ein also ich, mir ist eine in Erinnerung, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, er war jünger und war ziemlich klein und hatte den Kopf etwas vorgehalten. Ob das nun Franke war, weiß ich nicht. Nach der Schilderung Claires soll er diese Statur gehabt haben, soll also von kleiner Statur gewesen sein. Ja. Und dann sagten Sie, wären noch 3 weitere Leute in Oranienburg in dieser Richtung ausgebildet worden. Also für den Rampendienst und Krematorium, Verwendung von Zyklon B. Und da sagten Sie auf die Frage, glaube ich, des Herrn Vorsitzenden oder auf die Frage des Herrn Staatsanwalts, an den Namen Koch könnten Sie sich nicht mehr erinnern. Claire sagt, das wären 3 Leute gewesen, nämlich Koch, Schmunitzer und Wornitzka. Bedeuten Ihnen diese Namen etwas? Nein. Koch nicht, Koch nicht und... Schmunitzer? Nein. Und Wornitzka? Nein. Sie haben auf die Frage des Herrn Staatsanwalts Kügler nach einem Dienstplan für die Rampe gesagt, Sie wüssten das nicht. Beruht diese Antwort darauf, dass damals nur 2 SDG für diesen Dienst eingeteilt waren und immer eben im Lager greifbar waren? Dass ein Dienstplan nicht eingerichtet war, um diese Zeit. Das halte ich für sehr gut möglich. Aber hundertprozentig sagen kann ich es nicht. Herr Zeuge, trifft es zu, dass Claire nach dieser Arreststrafe Weihnachten 1941 ein Versetzungsgesuch getätigt hat? Das ist möglich, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Eine letzte Frage bezieht sich auf den Komplex des Standortarztes Dr. Wirz. Herr Zeuge, wissen Sie noch, aus welchem Lager der Standortarzt Wirz kam?
als er in Auschwitz eintraf? Nein. Ich weiß nur, dass er seinen damaligen, den meinen Nachfolger dort nachgefordert hat. Ist es nicht so, dass Wirtz zusammen mit Ihrem Nachfolger erschien und dass der schon praktisch als Ihr Nachfolger vorgesehen war und dass das in Wirklichkeit der Grund Ihrer Versetzung nach Budi war? Nein, den Namen nein, 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 dem muss ich widersprechen. Ich will es Ihnen nur deshalb sagen, weil ich das aus früheren Aktenvorgängen kenne. Der Standortarzt Wirtz soll aus Neuengamme gekommen sein und soll aus Neuengamme seinen Spieß praktisch mitgebracht haben, den Ontel. Ontel, ja. Ist das richtig? Das ist richtig. Und Sie sollen dann nach dem Eintreffen von Wirtz die Auflage bekommen haben, den Ontel einzuweisen und dann nach der Einweisung nach Budi zu gehen. Nein, es war so, wie ich vorhin gesagt habe. Dr. Wirtz kam und sagte, Sie werden nicht freigegeben. Und nach etwa 14 Tagen, 3 Wochen, sagt er, also Wilhelm, es hat keinen Zweck, so, ich lasse Sie gehen, wenn ich mich reingefunden habe, helfen Sie mir bitte dafür, noch, dass ich mich reinfinde. Und dann hat er dann gleichzeitig mit diesem Gespräch, wurde damals Ondel angefordert und der kam dann auch in einer gewissen Zeit. Und dann, ich weiß jetzt nicht wie lange, 14 Tage, 3 Wochen, wurde ich dann versetzt. Also praktisch Ondel wurde Ihr Nachfolger? Ja. Können Sie sich noch an Häftlinge erinnern, die an Schriftstellen? An Häftlinge erinnern, die unter Ihnen als Spieß gearbeitet haben? Kennen Sie Langbein? Langbein. Hat er unter Ihnen gearbeitet? Also ich habe mich nicht daran erinnern können, nach diesem Artikel im Spiegel. Da habe ich 14 Tage ungefähr gebraucht, um zu wissen, was da eigentlich in Wirklichkeit los war. Ich habe mir das lange überlegt. Und zwar war da Folgendes. Was stand denn im Spiegel da über Sie? Ja, ich soll gesagt haben, dass wer spricht, durch den Kamin geht oder so ähnlich. Was wer? Wer irgendetwas sagt über das, was er im Lager erlebt, sollte zum Kamin kommen, oder wie? Ja, das hätten Sie gesagt. Das soll ich gesagt haben. Und das hat nun folgenden Hintergrund. Ich weiß jetzt, dass damals, als, wie es am Artikel steht, dass Dr. Wirtz einen Schreiber haben wollte, dem er flott diktieren könnte. Und da hat er diesen nach der Abteilung übersetzen lassen, bestellen lassen. Der war wohl hinten im Gangbau, ich weiß es nicht. Und da hat Dr. Wirtz mir gesagt, also wenn der kommt, den zeigen Sie, wie das mit dem Papierkrieg läuft und sagen Sie ihm, dass er ja nichts spricht. Und also ich sollte ihn mehr oder weniger, ne, und dann auch sagen, also wenn er was vorkommt, dann hat er dann, dass er dann was passieren kann, dass es sehr gefährlich ist. Und das habe ich dann getan und vielleicht ist mir das rausgerutscht. Aber das war mit dem Hintergrund deshalb, weil ich ja schon das mit dem anderen Häftling im Krankenbau erlebt hatte, dass ich Angst hatte, oder ich wollte ihn, warnen, dass er da keinen Mist macht. Herr Zeuge, Sie haben auf die Frage des Eintreffens von Dr. Wirtz, dem Herrn Vorsitzenden, geantwortet. Dr. Wirtz kam im dritten Viertel 1942 nach Auschwitz. Könnten Sie sagen, welche Erinnerungsmittel Sie für diese Angabe besitzen?
Erinnerungsmittel habe ich keine. Herr Zeuge, erinnern Sie sich, dass vor dem Eintreffen des Dr. Wirths eine Typhusepidemie im Lager ausgebrochen war und dass im Juli 1942 eine Lagersperre angeordnet wurde? Ein solcher Kommandanturbefehl datiert vom 23.07.42 und vom 13.08.42. Ja, das, wie Sie das eben sagen, fällt mir ein. War das nicht eigentlich der Grund, weshalb Dr. Wirths nach Auschwitz kam? Um diese Epidemie, ja, das war wohl der Folgen Grund, gänzlich zu beseitigen? Das war wohl mit der Grund gewesen. Könnten Sie jetzt noch etwas sagen, wann Dr. Wirths tatsächlich in Auschwitz erschien? Vielleicht war es mehr nach dem, also es war, als er kam, noch schönes Wetter, das weiß ich. Die Sonne schien, es war warm. Es kann September gewesen sein. Auf einen Tag kann ich mich, oder auf einen engen Zeitraum kann ich mich nicht besinnen. Wissen Sie denn genau, wann Sie nach Budi kamen? Nein, ich kam nicht direkt nach Budi, sondern hatte erst in der ein Behelfsquartier in, na, außerhalb des Lagers, und da wurde erst in Budi ein, das Haus, was an der Straße stand, wurde erst ausgebaut. Und das bezog ich, was, so viel ich weiß, erst im Februar oder März 1943. Und vorher, Sie sind doch schon im Herbst 1942 weggekommen. Ja, das sollte nun eine Baumschule sollte angelegt werden. Und das Gelände war da, aber noch kein Wohnraum und nichts. Herr Westenwald, Göllner will ja nur wissen, wo Sie da untergebracht waren in der Zwischenzeit. Ich beschreiben, das war... War das außerhalb des Lagers? Das war also im Lagerbereich war es noch. Im Lagerbereich war es noch? Und zwar... In der Nähe von Budi? Nein. Das war in... Aber außerhalb des Stammlagers? Außerhalb des Stammlagers, ja. Ich habe keine Fragen mehr. Herr Dr. Stönning, 2. Herr Präsident, es ist mir vorhin entgangen, ob der Zeuge gesagt hat, wann dieser Vorfall mit diesem Häftling, der zur Entlassung angestanden haben könnte, und wo die Anweisung... Nein, er hat keine Zeit angegeben. Keine Zeit? Nein. Dann darf ich ihn danach fragen. Nein. Herr Wilhelmi, wissen Sie, wann dieser Vorfall etwa gewesen ist? Das muss 42 gewesen sein. Wann 42? Ja, ich nehme an, dass der Auftrag im ersten Viertel erfolgt ist und die Entlassung im Sommer. Also genaue Zeitdaten weiß ich auch nicht mehr. Ist Ihnen etwas darüber bekannt, ob in diesem Zeitpunkt der Angeklagte Mulka überhaupt Gerichtsoffizier gewesen ist? Ich widerspreche dieser Frage, Herr Präsident, denn die ist beantwortet. Der Zeuge hat ausdrücklich gesagt, ich blieb dann weg, weil ich Angst hatte vor Mulka richtig. Als Gerichtsoffizier. Ja. Nun, Herr Dr. Stolling, Sie wollen nun die Tatsache wissen, ob er tatsächlich Gerichtsoffizier gewesen ist. In jedem Zeitpunkt. Während der Zeuge gesagt hat, ich hatte Angst vor ihm als Gerichtsoffizier. Ja. Das ist ein Unterschied. Oh, ja, das ist ein Unterschied. Das eine ist die subjektive, das andere die objektive Seite. Das ist schon richtig, aber ich weiß nicht, ob dem Zeugen die Ernennungsurkunden über die Ernennung des Gerichtsoffiziers zugänglich gewesen sind. Ob er das weiß. Haben Sie denn... Herr Präsident, ich lasse mit Rücksicht auf Ihren Hinweis diese Frage fallen. Bitte sehr. Ich habe noch eine andere Frage. Herr Wilhelmi, Sie haben bei den Fragen, die sein Vertreter der Anklagebehörde an Sie gestellt wurden, gesagt, dass Ihnen der Unterschied zwischen dem Begriff streng und dem Begriff scharf bekannt sei. Ja. Meine Frage, ich bitte Sie nun, diesen Unterschied einmal näher zu definieren.
So wie Sie ihn verstehen. Ja, und Herr Verteidiger, Sie meinten scharf und streng. Streng und scharf, das streng hat sich der Herr Staatsanwalt gefragt. Also streng, das wäre bei mir Folgendes, wenn einer streng ist, also nach dem Paragraphen geht und scharf, wenn einer noch selbst mit dazu hilft, was zu finden. Schön. Hat nun der Angeklagte Mulka nach Ihren Erfahrungen etwas Besonderes gesucht oder etwas Besonderes suchen wollen oder Besonderes gefunden und sich dadurch als scharf erwiesen? Herr Präsident, ich widerspreche dieser Frage. Die Frage ist bereits beantwortet, eben durch den Frage- und Antwortwechsel mit dem Herrn Vertreter der Anklage, Herrn Staatsanwalt Kügler. Der Zeuge hat klar und eindeutig gesagt, er hielt den Angeklagten Mulka für scharf. Ja, und nun möchte der Dr. Scholling wissen, worauf sich diese Meinung gründet, ob er irgendeine Tatsachen angeben kann, die diese Meinung rechtfertigen. Tatsachen kann ich keinen anführen, aber das war eine rein gefühlsmäßige Angelegenheit. Dankeschön. Im Übrigen, Herr Dr. Scholling, was Ihre Frage vorhin anbelangt an den Zeugen, haben wir ja vorliegen, hier einen fragmentarischen Teil eines Standortbefehls oder heißt Sonderbefehls, das kann ich jetzt nicht genau sehen, der muss erlassen worden sein in der Zeit nach dem 30.06.42 und da steht Folgendes drin. Der bisherige stellvertretende Adjutant SS Obersturmführer Mulka übernimmt mit sofortiger Wirkung die Stellung des Stabsführers im Keil Auschwitz. In dieser Eigenschaft führt und leitet er die gesamten Dienstgeschäfte des Kommandanturstabs. Es sind ihm unterstellt, erstens die Adjutantur und so weiter, drittens die Gerichtsabteilung als Gerichtsoffizier. Nach dem 30.06.42, Herr Präsident. Nach dem 30.06.42, es ist da noch etwas dazu geschrieben, was ich aber nicht recht entziffern kann, vom 8.05.42. Da muss ich mal nachsehen, ob ich da in den Akten, würden Sie mir mal 8.773 der Akten bringen. Das ist die Ernennung zum Adjutanten, Herr Präsident. Ich verstehe nicht. Die Ernennung, im Mai 8.05., das war die Ernennung zum Adjutanten. Ja, das geht aber aus dieser Urkunde nicht hervor. Ja, wir wissen, aber wir haben andere Urkunden. 8.05. ist der Angeklagte Mulka zum Adjutanten ernannt worden. Und ich nehme an, dass das darauf Bezug noch genommen wird, dass dadurch das Datum da reingekommen ist. Ja, das ist aber auf dieser Urkunde handschriftlich zugesetzt. Ich nehme an von dem Herrn Staatsanwalt. Denn auf der Fotokopie war es nicht. Etwas passiert mit diesen Urkunden. Und zwar folgendes, ich hatte den Herrn Staatsanwalt Kügler gefragt, ob ich dem Angeklagten Mulka diese Fotokopien aussendigen dürfe zur Einsichtnahme. Herr Staatsanwalt Kügler hat mir das gestattet. Daraufhin habe ich es dem Angeklagten Mulka gegeben und leider hat er in einige Urkunden etwas reingeschrieben. Ach so. Ich kann leider dafür nichts. Ich habe also vorher. Wir haben ja die Originale noch. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich vorher den Herrn Staatsanwalt um die Genehmigung gebeten hatte. Herr Rechtsanwalt, sind das jetzt die Originale? Nein, das sind die Fotokopien, die ich hatte. Ich hatte ja die Originale gar nicht. Ich habe von Ihnen bekannt, die Staatsanwaltschaft davon Mitteilung, als sie die Dokumente zurückbekam, dass der Angeklagte Mulka dort was reingeschrieben hat? Oder hören wir das jetzt erst zum ersten Mal? Ja, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Aha. Herr Präsident, ich verbitte mir das jetzt ein für alle Mal. Was soll das Aha jetzt heißen? Ich bitte hier nicht zu lachen. Herr Dr. Stolling, da ich den Ausdruck nicht geprägt habe, kann ich Ihnen die Frage auch nicht beantworten. Ja, aber das ist eine völlig unsachliche Bemerkung, Herr Präsident. Ich darf nur darum bitten, dass das Gericht derartige unsachlichen Ausdrücke und Bemerkungen hier unterbindet, denn die kommen in der Regel nur von der anderen Seite. Ich bin bereit, Herr Präsident, das Wort Aha, das unmittelbar folgte, eingehend zu begründen. Wenn ich davon... Bitte schön. Ich meine, dass es selbstverständliche Pflicht gewesen wäre eines Verteidigers, so wie ich die anwaltliche Tätigkeit auffasse,
mit allen meinen Kollegen, dass wenn ich die Erlaubnis bekomme von der Anklagebehörde, gewisse Dokumente dem Angeklagten zu überlassen und sie kommen verändert zurück, dass es eine selbstverständliche Pflicht ist des Verteidigers, die Gegenseite, wenn ich mich so ausdrücken darf, zumindest die Staatsanwaltschaft darf darüber zu unterrichten. Ist es nicht nötig, mich von diesem Herrn in irgendeiner Weise belehren zu lassen? Ich bin noch gar nicht fertig mit der Begründung. Eben, weil ich von der Voraussetzung ausgehe, dass Herr Rechtsanwalt Stolting annimmt, sich über diese eigentlich selbstverständlichen Dinge nicht belehren zu lassen, war das Wort aha durchaus am rechten Platz, weil er diese selbstverständliche Pflicht versäumt hat. So. Das ist die Begründung dafür gewesen und nun würde ich... Ich habe darum gebeten, dass das zurückgewiesen wird. Das aha. Das aha, ja. Mhm. Ich bin auch der Auffassung, Herr Präsident, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit mal darauf lenken darf, es wird fortgesetzt, wenn dem Nebenklägervertreter Kaul etwas nicht passt oder wenn es ihn erfreut, wird er gelacht. Es wird in der Nase herumgebohrt in dem Stil. Ich bin der Auffassung, dass die Verteidigung nicht hier sitzt, um sich diese Dinge fortgesetzt anzusehen. Meine Herren, an den Zeugen sind keine Fragen mehr zu stellen. Doch, Herr Rechtsanwalt Erhard. Herr Wilhelmi, erinnern Sie sich noch an das, was Sie uns erzählt haben, also über den Vorgang, als Sie sahen, dass Menschen, Häftlinge oder andere, in den Hof des Krematoriums gebracht wurden und sich dort ausziehen mussten? Haben die dort sich dann länger aufgehalten? Oder was machten die dort? Das hat der Zeuge schon beantwortet. Der Zeuge hat gesagt, die Leute mussten sich ausziehen und wurden dann in den Raum da hineingetrieben. Ja, ich wollte wissen, wie lange sie sich dort eventuell auszogen oder ausgezogen aufhielten. Nun, also höre ich es mal. Ist das irgendwie von Ihnen beobachtet worden? Nein, die Zeit nicht. Haben Sie gesehen, dass dann ein Teil der Leute in diesem Hof zurückgehalten wurde? Nein. Haben Sie gesehen oder gehört, dass in diesem Hof bei solchen Gelegenheiten geschossen wurde? Nein. Danke. Es war wegen der Aussage Müller von Erfordernis. Herr Wilhelmi, können Sie sich an den Lagerarzt Dr. Endres erinnern? Ja. Können Sie sagen, ob dieser Dr. Endres zu den SDGs oder überhaupt zu den SS-Angehörigen ein sehr scharfer Vorgesetzter war oder war das mehr ein kameradschaftlicher Mann? Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil er teilweise recht kameradschaftlich war und auch andererseits etwas straffer. Ja, vielleicht Beispiele kann ich nicht angeben, weil ich gebe Ihnen das so wieder, wie ich ihn in Erinnerung habe. Naja, es muss sich aber auf Beobachtungen stützen. Sie müssten natürlich sagen können, bei diesen Gelegenheiten war kameradschaftlich und bei anderen also anders. Also mir gegenüber war immer kameradschaftlich. Und na, zu den kleineren SS-Unterführern. Zu denen gehörte er ja, Herr. Nein, er gehörte zu den, immerhin als Oberscharführer war er schon von den Unterführern ein gehobener Mann. Er war ja nicht immer Oberscharführer, naja, war doch ein einfacher Sturmmann gewesen. Ja, na schön, dann wollen wir mal fragen, haben Sie mit dem Dr. Endres schon als einfacher Sturmmann zu tun gehabt? Tja, das entzieht sich leider meiner Erinnerung. Ja, naja, das wollte ich eigentlich auch nicht wissen, sondern ich wollte wissen, worauf sich Ihre Beobachtung stützt. Dass ja. Sie teilweise sagen, Ihnen gegenüber war er kameradschaftlich, nun habe ich weitergefragt, den kleineren. Ich weiß nur, dass er, wenn er was gegenüber, etwas durchsetzen da wollte, dass er da auch, muss man sagen, strenger sein konnte. Dankeschön. Bitte sehr. Herr Wilhelmi, noch eine Frage. Sind Sie jemals in Block 10 gewesen, im Lager?
im Schutzhaftlager Block 10. Ist das der... sogenannte Glauberg-Block? Nein. 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 Haben Sie mal den Adjutanten Mulka mal im Lager gesehen, im Stammlager? Nicht, dass ich mich erinnere. Herr Staatsmann. Herr Wilhelmi, Sie sagten, dass Sie trachteten, von Ihrer Stelle als Spieß beim Standortarzt wegzukommen, weil Sie befürchteten, dass Sie da seelisch zugrunde gehen. Auf die Frage des Herrn Nebenklägers, warum Sie wohl da seelisch zugrunde gegangen wären, was die Gründe seien, haben Sie eine Antwort gegeben, die mir nicht so recht verständlich erscheint. Ich will Sie daher mal Folgendes fragen. Bitte. Haben Sie unter den Menschen, die in dem Vorhof des Krematoriums waren und dann in die Gaskammer gehen mussten, auch Kinder gesehen? Nein. Daran können Sie sich nicht erinnern. Sagen Sie, Herr Wilhelmi, was haben Sie sich denn damals, als Sie diese Wahrnehmungen machten und also nun wussten genau, was geschah mit diesen Leuten, was haben Sie sich denn nun damals gedacht, was das ist? Ja, in welcher Beziehung? Haben Sie gedacht, dass das eine, wie es damals möglicherweise formuliert worden ist, eine Maßnahme zur Erreichung irgendwelcher politischer Zwecke ist oder so etwas Ähnliches? Oder ist damals in Ihren Gedanken ganz schlicht das Wort Mord aufgetaucht? Bin ich gerade Mord, aber man kann ruhig sagen, ja. Und da habe ich nur das Einzige betrachtet, dass ich da raus muss. Ja, ich wäre Ihnen schon dankbar, Herr Wilhelmi, wenn Sie das mal genauer formulieren würden, was Sie damals gedacht haben. Sie haben mir eben auf die Frage, ob Sie gedacht haben, das sei Mord, haben Sie gesagt, na, nicht so ganz. Ja, wie denn? Totschlag, ja. Oder? Können Sie jedenfalls dazu? War es rechtswidrig und es... Ja, haben Sie das damals gedacht, dass es rechtswidrig ist? Dass es rechtswidrig sein muss. Haben Sie damals gedacht? Ja. Nun, sagen Sie nur doch... Nur ist ja, ja, dass damals die, das kam ja alles einen schönen Namen, kam Mendelchen. Ja, wie hieß denn der Name damals? Das würde mich mal interessieren. Sonderbehandlung. Sonderbehandlung, da wusste aber doch jeder, was damit gemeint ist. Ja. Na. Herr Wilhelmi, nun würde mich noch einmal Folgendes interessieren. Sind Ihnen damals Fälle bekannt geworden, wo Ärzte oder Sanitätsdienst gerade oder auch sonst irgendwelche Angehörige der SS protestiert haben, gesagt haben, das will ich nicht mitmachen, offiziell? Offiziell nicht. Offiziell nicht. Nein. Nur, es wurde nur so gesprochen. Die Ärzte versuchten alle, nach Möglichkeit wieder wegzukommen. Ja. Und das... Auf direktem Wege war es wohl kaum möglich, da haben Sie es dann irgendwie auf andere Weise versucht. Haben Sie auf andere Weise versucht. Ja. Nun, haben Sie dort in Auschwitz auch an sogenannten Schulungsabenden teilnehmen müssen, in denen also weltanschaulich ausgerichtete Vorträge gehalten wurden? Herr Wilhelm, ich möchte Sie Folgendes fragen. Ist Ihnen das möglicherweise mal in einer Besprechung, sei es mit dem Standortarzt, sei es auf anderer Ebene, gesagt worden, was Sonderbehandlung ist, warum das angeblich gemacht werden müsse und dergleichen? Ist Ihnen das mal gesagt worden? Ist das alles so still unter der Hand vor sich gegangen? Ja, das, dass man einfach gesagt hat, Sonderbehandlung, das und das muss geschehen? Da war keine Besprechung. Da war keine Besprechung. Jedenfalls an Schulungsabende oder so etwas können Sie sich... Also, es waren... Können Sie sich an den Herrn Knittel erinnern, der da Schulung... Ja. Haben Sie da an solchen Schulungsabenden teilgenommen? Sagen Sie, hat auch der Adjutant solche Schulungsabende veranstaltet? Nein. Daran können Sie sich nicht Erinnerung. Dankeschön. Wenn keine Fragen mehr sind, haben die Angeklagten selbst noch Fragen oder Erklärungen abzugeben? Nein. Werden bezüglich der Beeidigung Anträge gestellt? Ja, 60 zu 60. Einverstanden. Es ergeht Beschluss.
Der Zeuge bleibt gemäß § 60 Ziffer 3 der Strafprozessordnung unvereidigt, da er der Beteiligung an den Taten, die Gegenstand dieses Verfahrens bilden, verdächtig erscheint. Sie können gehen im allseitigen Einverständnis.